Du darfst Gott Wir nicht wissen, einschränken mit deinem Verstand. genau, wir schränken ihn nicht ein, aber wir wissen, dass Gott sich nicht widerspricht. So, und Gott sagt, er ist allmächtig. Wie kann er allmächtig sein oder allwissend sein, wenn er in einem beschränkten Körper ist? Ja, aber das So, zeigt doch seine und Allmächtigkeit, dass er allmächtig ist, nein, das um zeigt's die Form nicht. eines Das Menschen zeigt. anzunehmen. Aber Was ist das? ich sag dir ja, Gott widerspricht sich nicht, weil sonst wäre Gott fehlerhaft. Du sagst ja selber, Gott ist fehlerfrei. So, Gott ist allmächtig. So, aber wie kann Gott allmächtig sein, wenn er sich in ein Fleisch und Blut verwandelt? Ja, du musst doch Gott das selber überlassen, wenn du das Alte Testament liest und er selber sich ankündigt, auf die Erde zu kommen in seiner physischen Form. Da musst du das Aber akzeptieren, oder nicht? Fühlst du dann Gott widersprechen und sagen, widerspricht er sich nicht? nein, Gott, mach das nicht. Auch wenn du es angekündigt Widerspricht hast, ich sich Gott? kann das nicht glauben. Dann sagt aber Gott zu dir, das ist dir überlassen, das ist deine Meinung. Ich möchte es so. Willst du Gott Widerspricht sagen, sich nein? Gott? Widerspricht sich Gott oder nicht? Natürlich nicht. Okay, wenn Gott sagt, er ist allmächtig oder allwissend, wie kann er dann nach eurer Meinung nach, wo Jesus öfters mal gesagt hat, dass er eine Sache nicht weiß, wie kann denn Ja, du Jesus euer siehst, Gott sein, wenn er da das nicht kann man wusste? daran erklären, dass der Apostel Paulus uns das beigebracht hat in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Und das ist die Mit völlige Paulus Kenosis. Das ist ein Verständnis, mein Lieber, haben wir ein das ist ein Problem. Verständnis dafür, das zu erklären, warum der Herr Jesus zum Beispiel nicht den Tag des jüngsten Gerichts wusste und einige andere Sachen. Weil der Herr Jesus Christus sich entäußert hat, die Form und die Form eines Menschen annahm und wie die Menschen geworden ist. Zwei Naturenlehre. Fehlerhaft, 100% Herrn fehlerhaft, Gott und fehlerhaft. 100% Mensch. Nein. Das heißt, Vollkommen. Der Herr Jesus hatte doch okay, gar aber keinen Fehler, allmächtig? keine Sünde. Er hat doch Okay, zu den war Jesus Pharisäern gesagt, allmächtig? mein Lieber, er hat doch zu den Ja. Pharisäern gesagt, wer von euch kann mich doch nur eine Sünde nachweisen? Keiner! Ohne Fehler! Der Koran Wir sagt doch, er hat keinen Fehler! Muslime Bibel sagen sagt, er hat selber, keinen dass Jesus Fehler! fehlerfrei ist, da er ein Prophet ist. Aber reden wir weiter. Reden wir weiter. Er ist der Reden wir Einzige, weiter. der ohne Sünde ist, sonst haben alle gesündigt im Koran. Reden wir weiter. Darüber können wir später reden. Zu meinen Fragen bitte, ja? Darüber können wir später reden. Du siehst doch, dass der Koran dem Herrn Haben Jesus wir Christus eins auch nach im dem Koran anderen? eine gewisse Göttlichkeit zuschreibt. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, okay? Also, wir gehen das chronologisch durch. Ich versuche hier einen Analogieschluss zu ziehen. So. Und hör auf mit diesem Lachen und Atominem die ganze Zeit, bitte. Danke. Was? Was Mit hast dem du gesagt? Atominem. Mit dem Atomine? Atominem, bitte lasst. Das ist eine Argumentationsform, indem du mich auslachst, um mein Argument niederzumachen. Also bitte. Nein, Mann, ich versuch doch nur anhand, ja, diese Logik, die du da bringst, der macht mich Das manchmal machst so du mit uns, das verrückt. machst du mit unserem Bruder El Moussaoui auch immer. Also. Der El Moussaoui, der ist auch brutal, ey. Der ist auch so Nee, da hat heftig, dich der versucht, auseinandergenommen. Da musst du ja, schon der ehrlich versucht, so sein. gut es geht, das zu verteidigen, aber da gibt es nichts zu verteidigen. Natürlich, der hat das auseinandergenommen, Er hat alle gar deine nichts gesagt. Argumente. Er hat gar Auf nichts jeden gesagt. Fall, Wir waren nur am Lachen, wir können den mal nächstes war Mal am mitholen. Boden. Ich kann den mal nächstes Mal mit hier hochholen. Nehmen wir mal den nächsten Mal hier hoch. Auf jeden Fall, Manchmal du ändert sagst seine ja das. Namen, aber seine Stimme bleibt immer gleich, da erkenne ich den sofort. Ja, Abu Aisha, dann er muss. Ja, das ist so, TikTok löscht immer seine Accounts. Der löscht immer Der seine kommt immer Accounts wie so werden ein immer kleiner gelöscht. Nee. Wiesel. Nee, seine Accounts werden immer gelöscht, weil die Sunniten den immer die Ja, den immer melden. warum sagt er nicht einfach, dass er das ist? Dann lügt er so, sagt Er er, nein, das sagt. bin ich nicht. Das ist seine Sache, ich weiß es nicht. Ja, das sieht man doch schon, diese Unehrlichkeit. Aber egal, das anderes Thema. Ach, nee, also wir können den mal gerne mal nächstes Mal hier hinholen. Der ist auch viel gebildeter als ich, der El Moussaoui. Ich bin ja hier nur, um Fragen zu stellen, nicht um mit dir zu argumentieren, weißt du? Ich bin hier nur, um meine Sicht fester zu bekommen, von dir mehr zu lernen. Du bist ja Dr. Sheikh Abu Amir hier auf TikTok. Den Der Sheikh-Titel hast du. wahrhaftige Dr. Chef von Chefs. Den hast du von CP bekommen, den Den habe ich von CP, Sheikh-Titel. den Doktortitel habe ich von CP bekommen. Ja. Nee, auf jeden Fall. In Wo sind wir stehen Ethnologie. geblieben? Ethnologie habe ich viel studiert. Dr. Chef der Ethnologie. Gehen wir dazu zurück, dass Jesus, wenn er zu einem Mensch geworden ist und wenn er jetzt, okay, er hat keine Fehler gemacht, okay, aber war er allwissend? Nein, war er nicht. Wie kannst du ihn Gott Habe nennen, ich dir wenn er doch nicht gerade eben allwissend war? gesagt.
Das habe ich doch Okay, gerade dann eben sag's gesagt, bitte wenn das nochmal. nicht in deine Birne geht, dann tut es mir für dich leid. Aber das ist Okay, offenbar erklär's und das mir. musst du akzeptieren. Wenn Gott sich selbst entäußert und die Form eines Menschen annimmt und die Bibel das eindeutig sagt, warum er zum Beispiel Dinge nicht wusste, weil wegen der Aha. völligen Kenosis, also die Entäußerung Gottes in seinen verschiedenen Stadien, verstehst du? Und so heißt Weil er es ein in Mensch Philipper geworden 2, ist. Vers 6 bis 11, denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Verstehst du? Der ABK würde jetzt sagen, Flipper Delfin hier, aber. Der AVK würde jetzt einiges sagen. Ich will nur mit denen auf Autobahn 300 fahren. Das wäre für mich das Beste. Ich frage mich, ob der Führerschein jetzt, anderes Thema. Auf jeden Fall, du hast jetzt gesagt, dass, damit ich es richtig verstanden habe, bestätige bitte meine Aussage. Falls ich falsch liege, kannst du mich korrigieren, ja? So wie ich es jetzt verstanden habe, wie du es mir erklärt hast. Jesus hat diese Sachen jetzt zum Beispiel nicht gewusst, weil er jetzt zu Fleisch geworden ist und weil er heruntergekommen ist als Mensch. Richtig, genau. 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 Danke für die Blumen, Imani. Wo bin ich denn geblieben? Genau. Das ist Ja, du jetzt, musst ich dir hab's, vorstellen, das habe ich jetzt richtig verstanden. der hat seine Göttlichkeit Ja. sozusagen wie ein göttliches Kleid ausgezogen, seine Allwissenheit, Allmacht und alles Mögliche und kam wie ein sterblicher Mensch hier auf diese Erde. Ganz Okay, einfach. also hat er seine Allmacht abgelegt, sein Allwissen hat er abgelegt. Richtig, genau. Kenosis nennt sich Okay. sowas. Die Ah, völlige Kenosis. okay. Aber Hast du glaubst noch nie du an was den von Gott, an den. gehört, Nee, da muss ich wirklich sagen, was Kenosis ist, aber. ne? Kannst Warum du mir hast du gerne dich noch erklären? niemals mit der Bibel beschäftigt? Warum? Warum hast du dich noch niemals aufrichtig hingesetzt Bruder, und willst hast dich mit du. der Bibel Was, du, beschäftigt, ihr um die habt beiden 10 andere Atomlehre zu verstehen? Versionen, was kann ich dafür? Wie 10 andere Versionen? Was für 10 andere Versionen? Was Was erzählst du denn? da schon wieder, Mann? Ihr habt das Alte Testament, das Neue Testament. Was ist das Neue Testament? Sind das Briefe von Paulus, die Das Alte gefunden wurden und Testament dazu ist doch die addiert wurden? Ankündigung. Das Alte Testament ist doch die Ankündigung Gottes, dass er selbst auf diese Erde kommt. Neue Testament, neuer Bund mit uns allen, uns Wann ist Heide, das erschienen, das Neue die wir Testament? gerettet werden sollen. Ha? Wann ist das Neue Testament erschienen? Du kannst ja nachgucken, wann das Neue Testament, wann das früheste Evangelium entstanden ist. Ja, wann denn? Sag's mir 35 doch. nach Christus ungefähr. 35 bis 70 nach Von Christus. John Smith? Von was? Von John Smith? Diesen einen. Wann kam denn Diesen. die erste Koran-Ausgabe? Wie ist denn der Koran entstanden? Erzähl mal. Ja, in 25 Jahren ist immer so immer Verse runter heruntergesandt. Immer Und Verse in dann. 25 Jahren Abschnitte. Ja, natürlich. Wo hast du sowas? 25 Jahren, ich weiß es nicht genau, ob es 20 oder Siehst 25 du, also komm hier nicht mit deiner Unwissenheit hier um die Ecke von dem Halbwissen Blödsinn da. Amir. Nee, aber zum Thema zurück. Du darfst sowas nicht sagen hier. Ihr glaubt ja, Weißt du wie ist denn überhaupt, zum Beispiel, wie ist denn bei euch Schiiten sozusagen? Habt ihr das auch, was wie denn? Usman die ganzen Manuskripte verbrennt? Ach, Usman, der ist Lanatullah Aleyh, muss ich kurz sagen. Ich muss ihn kurz Nein, verfluchen hier. nicht jetzt beleidigen. Du brauchst Usman nicht zu Das beleidigen. ist kein, Du das kannst ist auch keine, ganz das normal ist keine sagen. Beleidigung. Das ist eine Aber Verfluchung. das ist Diese keine Verfluchung Beleidigung. macht. Die Sunnis würden dich totschlagen dafür, Da Mann. sollen die herkommen? Ich warte auf die. Ich bin hier aus Siehst du, NRW, du die bist können herkommen. gewaltbereit, ne? Du bist Guck gewaltbereit, mal, wie die ne? Das ist beleidigen hier heftig. unten. Der Hoffmann hat bei den Sunniten den Koran mäßig zusammengestellt, was aber gar keinen Sinn ergibt. Wenn der Hoffmann den Koran zusammengestellt hat, warum war er Aber nicht der der hat doch auch erste deine Kalif? Die Koran-Version Sunniten? zusammengestellt. Das, Nein, was du nein, heute nein. in der Den Tech Koran, den hast. ich habe, den Koran, den ich habe, das kann ich bei den Sunniten auch beweisen. So, sollen die Sunniten herkommen, ich kann denen das beweisen. Der Koran, das würde keinen Sinn ergeben, Amir. Das ergibt keinen Sinn, wenn Uthman den Koran zusammengestellt hat, oder nicht? Ja, aber Von das ist deren doch die Herzen. islamische Tradition, das ist doch die Die Geschichte. sunnitische Tradition, die sunnitische, die Ja, okay, sunnitische, die was ist denn bei euch sunnitische. verzeichnet? Was ist denn bei euch? Ihr sagt, der Koran, den wir heute haben, ist von den Sahaba verfälscht worden. Und Imam Mahdi Nein, hat das den nicht sagen den wir Koran. nicht. Habibi, danke für die Es Blumen, gibt ne?
zigtausende von Schiiten, die mir jedes Mal die gleiche Quatsch erzählen, sagen, der wahre Koran ist bei Imam Mahdi. Den wir heute in unserer Hand haben, ist nicht der vollständige Koran. Ja, diese Schiiten sollen mal bei Shia Hamza reingehen. Kennst du den Shia Hamza? Der hat einmal mit CP darüber debattiert, ob der Koran verfälscht ist. Meinte er zu ihm, wenn der mir beweist, dass der Koran verfälscht ist, ich werde heute Christ, sagt er. Auf einmal sagt ihm, ja, geh mal und such mal das Buch von Sheikh Al-Mufid. Kennst du den? Sheikh Al-Mufid? Ey, hast du Lust, mit dem Shia Hamza zu diskutieren, wenn du den Shia Hamza überzeugst? Ja, mein Bruder und ich haben einmal mit ihm debattiert. Du musst dir das mal angucken, ey. Ist das auf YouTube? Ja, ist das auf YouTube? Der hat alles geleugnet, was ihm... Ja, natürlich. Kannst du gucken auf unserem Kanal. Ex-Muslime gegen Shia Hamza. Ja, Bruder, wann war das denn? Du lachst dich tot. Der argumentiert wie ein Atheist, greift das Alte Testament an, obwohl Allah der Urheber des Alten Testaments ist. Unglaublich. Amir. Manchmal sind die Muslime, dann waren ihnen das passt. Auf einmal switchen die wieder um, sind sie Atheisten und greifen das Alte Testament an. Amir, guck dir das mal an, wie unehrlich die sind. Amir, ob unehrlich oder nicht, das vielleicht hast du da schiitische Quellen zitiert? Ja, wir haben Koran, also ich brauche gar keine schiitischen Quellen zu zitieren. Ich habe Koran zitiert, Koranverse. Weil er mal, wollte nicht wahrhaben, dass Gott so ungerecht ist und Kinder töten lässt. Da habe ich ihm gesagt, aber wie gehst du dann mit Okay, Surah woher hast du denn die Tafsir für den Koran? Hast du den Tafsir benutzt, bitte? Den sunnitischen oder den schiitischen Tafsir? Der kennt das alles. Also in Surah 18, Vers 74 geht der Khidr und Mose gehen ja los und dann trefft die einen Jungen, den die aufgrund von Vermutung einfach umbringen. Das ist Wahnsinn. Dieser Khidr fürchtete, dass dieser Junge später Schmach über seine Eltern bereiten wird, weißt du? Amir. Ich kann mir das gerne mal mit Shia Hamza ansehen. Ich wusste das nicht, das ist krass, dass ich das jetzt mitbekommen habe. Ich dachte, du flüchtest immer vor den Gesprächen. Nein, du kannst ja gerne mit Al-Batul. Das wäre krass, wenn du mal bei Al-Batul reingehen würdest. Du kennst ja Al-Batul, die Dingens. Geh doch mal da rein, diskutier mal mit denen, ne? Ich kann mal mit dem Bruder Omid, kann ich mal etwas ausmachen, ne? Ob du mit denen diskutieren würdest, weil die sind immer live, die warten auf die Sunniten, auf die Christen, auf die Juden. Bei den Schiiten brauchst du einfach nur zu fragen, ob das so moralisch gesehen in Ordnung ist, einfach so einer Frau Geld zu geben, um sie so sexuell zu befriedigen. So Mutter. Willst du jetzt Mutter oder was? Warum machst du jetzt ein neues Thema auf, Anne? Mach doch jetzt nicht immer ein neues Thema auf. Man muss kein Geld geben, man kann Durstlöscher geben. Du musst dir mal vorstellen, dass ihr immer in die Ecke gedrängt werden könnt, anhand eines moralischen Beispiels. Moralisch, ihr könnt doch auch in die Ecke gedrängt werden, mit einem moralischen Beispiel. Guck mal, du kannst selber mit einem moralischen Beispiel in die Enge gedrängt werden, bei euch. Ja, bring mir was wo der Herr Jesus Christus einer Frau etwas Geld gibt, um sich an ihr zu befriedigen. Ein Moment. Timotheus, Band 1, Kapitel 2, Vers 10. Habt ihr das gehört, Timotheus? Band 1 war das doch, oder nicht? Das hat mir jemand geschickt. Band 1 war das. Komm, das war schon wieder wie Paulus 13. Wir holen mal. Timotheus, Band 1. Paulus 13. ich kann nicht mehr. Ich reiß meine Haare gleich raus. Hat jemand Timotheus Band 1 für ihn? Oh, mein Rückgrat kommt gleich wieder raus, ich kann nicht mehr. Hey, Timotheus Band 1! Boah, ich kann nicht mehr, bitte verzeiht mir, aber das ist. Oh, Jesus, bitte hilf mir. Das kann nicht wahr sein. Timotheus Band 1! Timotheus Band 1! Was ist das bitte, Mann? Hallo? El Patronius! Ich geh kaputt. Einer heftiger wie der andere. Paulus 13, Timotheus Band 1.
Was haben wir nicht alles schon hier gehört? Das ist der Wahnsinn. Und dann sagt er hier, ich brauche Hilfe, ihr braucht Hilfe. Ah, das hat mir wieder Ja, mein Tag versüßt. Köstlich. hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ah, dich auch, mein Freund. Amir, Danke. ich habe einen Businessplan entwickelt für uns beide. Was hast du? Einen Businessplan für uns beide entwickelt. Ein Businessplan für uns beide. Wir machen richtig Geld, Amir. Als würde gerade der Ja, Teufel mir so ein Amir, Angebot hör machen. mir zu. Amir, ich habe etwas Schönes für dich. Komm, hier, reich mir deine Hand. Genau so. 3, Mal sehen. Amir, was hältst du davon, wenn wir den konvertierten Muslimen, die zum Christentum konvertiert sind, wenn wir denen Vorhautprothesen verkaufen? Vorhautprothesen? Ja, du musst sie nur überzeugen, dass sie so vollwertige Christen werden. Prothesen, das ist auch nicht schlecht. Meinst du, dadurch werden wir Ja, na klar, also wenn du deine Community, wenn es da ein paar gibt, die überzeugt, wir verlangen 5.000 € dafür und dann ist gut. werde ein Patent darauf anmelden, damit mir ja keiner kommt und mir das stiehlt. Amir, Den 50-50. Vorhautschützer. 50-50, Amir, 50-50. Nein, ich teile nicht. Ach Mensch. Du kriegst 10%. Amir, ey, du nimmst mehr als Arafat. Was ist los mit dir? Ja, ich will. Wie Arafat, genau. 50-50 heißt bei mir, ich nehme mal 50 von dir und nochmal 25, nochmal so nebenbei. Nee, Amir, du, ich wollte einfach nur mal einen blöden Gag machen. Ich habe gesehen, ihr Ja, habt da kein ernst Problem. gelabert. Ab und zu mal müssen wir auch ein bisschen lachen. Ne? Lachen ist gesund und die Eben. anderen freuen sich Alles ja klar. auch ein bisschen vom Alltagsstress rauszukommen und auch ein bisschen zu lachen. Und das ist auch gut so. Ne? Der Herr ist ja auch da. Natürlich, Der das Herr ist. lässt unsere Herzen auch ja, sich erfreuen. Ja, weißt du, was ich meine? Dass unser Tag auch so zwischendurch auch mal erfreulich ist. Ne? Ja, ein bisschen Spaß muss auch mal sein. Die Welt ist ernst Amen. genug, also von dem her. Genau, mein Lieber. Gott segne dich, ja? Amir, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Dir auch, ciao. Band 1. Ey, wo gibt's jetzt diese Vorhautprothesen? Ich brauche dringend eine, ganz dringend. Ich brauche viele Vorhautprothesen. Ja. Wer ist denn hier noch dabei? Ja, na klar, sehr Wer ist noch gerne. da? Ja, komm, ich hole den nochmal hoch. Das war gerade richtig lustig. Amir, das war Genobi. nicht korrekt von dir. Ja, aber das musste gerade sein. Das war so dieser Cut, so. Kennst du so, wo du das auf einmal gesagt hast, das musste auf einmal da. Da musste ich mich erstmal totlachen und dann kommst du gleich wieder rein. Bruder, ey, wenn du beim Autofahren lachst, das ist nicht gut. Da kannst du gleich gegen irgendwas knallen, ne? Nein, du siehst doch, ich bin doch multitaskingfähig. Ich sehe doch alles. Dr. Ja, Scherer, aber mir ist doch nicht umsonst Dr. Scherer. Das weißt du doch. sorry, tut mir leid, dass ich dich in Frage gestellt habe. Gehen wir zurück. 1. Timotheus, sorry, ich weiß es nicht, da stand Okay, komm. alles. Ich bin wieder nicht weg. Nein, nein, nein. Nein, nein. Hallo. Hallo. Du hängst. Du hängst, du hängst. Ich hänge? Nein! Ja. Klar. Ah, jetzt, 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 jetzt. Irgendjemand muss mal hier. Will nicht hängen! Irgendjemand muss mal hier 5G Highspeed für den Bruder bestellen. Ey, warte kurz. So, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, das war. Lass mich das kurz aufschlagen, ja? Timotheus, Kapitel 2, Vers 10 bis 13. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Jetzt perfekt.
Also das war, Jetzt lass mich das perfekt, kurz ne? aufschlagen, ja? Lass mich das kurz aufschlagen, ja? Das ist eine gute Quelle. Aber sag noch mal, wo finden wir das? Das sage ich nicht, ich blamier mich jetzt hier nicht. Hör auf zu Bitte, lachen, El Mann. Hör auf zu Junubi, lachen, El Mann. Junubi, bitte. Sag mal jetzt, wo finden wir das? Sage ich dir doch jetzt. Ja, gesagt. Ich lese dir vor, ja? Ja, aber wo finden wir das? Timotheus, Kapitel 2, Vers 10. Ah, sehr gut. Aber in welchen? In welchen? Da steht eins. Ja. Da steht Erstes eins. 1. Erster Timotheus. Okay, jetzt genug gelacht. Jetzt genug gelacht. Okay. Desgleichen, dass die Weiber in zierlichen Kleide mit Charme und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder kostlichem Gewand, sondern wie sich ziemt mit den Weibern, die da Gottgeselligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Ein Weib lernt Genau. in der Stille mit aller Untertanigkeit. Unterwerf, genau, Siehst du unterordnen. was für eine Frauenfeindlichkeit deine Bibel Also das da steckt zur bringt? Frauenfeindlichkeit. Natürlich das Wort Weib und Habt ihr das gehört? Das natürlich ist für ihn an. Frauenfeindlichkeit. Aber eine Frau zu Natürlich. schlagen im Koran, das ist nicht frauenfeindlich. Ohne zu hinterfragen auch noch. Nicht Du darfst nicht schlagen, mehr nicht schlagen. nachfragen. Willst du den schiitischen Tafsir? Ich hab den schiitischen Tafsir vor mir. Kann ich dir gleich geben, Ich nachdem ich kann fertig nicht bin, mehr. nachdem ich mit Was dir ist fertig das für bin. eine Logik, bitte? Mann! Hä? Was ist denn da als frauenfeindlich? Das ist doch Wie als Gemeindeordnung. frauenfeindlich? Eine Frau lernt Wenn in der eine Stille. Frau, Was ist guck mal, das ich denn? erkläre dir das. Guck mal, ich erkläre dir das ganz kurz. Wenn eine Frau in eine Gemeinde kommt, dann hat sie sich gefälligst vernünftig zu kleiden und nicht so zu kleiden, als wäre sie gleich in der Diskothek. Verstehst du? Weil sie ist Okay, da, darf um ich Gott einen zu Vers preisen, weiterlesen? okay? Sie soll Darf ich einen Vers? ihr Haupt bedecken und sie soll sich in aller Stille verhalten. Eine gläubige Frau, eine wiedergeborene Frau, wird Okay, das mit voller okay. Unterordnung durchziehen, weil Okay, sie darf ich Gott weiterlesen? liebt. Verstehst du? Darf ich einen Vers weiterlesen? Sie ist Eine ein Frau Vers weiter, lernt in sogar zwei Vers weiter. der Stille mit aller Unterordnung. Einer Sag Frau ich doch. gestatte Ich nicht ich nur nicht, lehre. dass sie Richtig. lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, Mann sondern herrsche, sie wie sei richtig. still. Also, Sie soll sich denn still Adam verhalten. wurde zuerst gemacht, denn Adam wurde Siehst zuerst du? gemacht, danach Eva, Genau. und Adam wurde nicht verführt. Aber Amir, das ist die Warum? Frauenfeindlichkeit, Warte, die warte, Frauenfeindlichkeit im Christentum. Du, weißt du warum? Weil die warte, Frauen, unterbrich mich nicht. du weißt doch, dass die Frauen anfälliger sind für Verführung und alles Mögliche. Da ist der Mann sehr, sehr strategisch Warum hinterkommt. darf sie dann nicht Deswegen soll lehren? die Frau sich still verhalten und sich in allem unterordnen. Aber das heißt doch nicht, dass sie Siehst du jetzt nicht geht, wie wenn der moralisch Mann falsch ist. deine Religion ist? Du nennst Mutter falsch und sagst, dass das moralisch falsch ist, obwohl du das hier lügend darstellst. Ey Und Leute, der dann Vergleich gerade nimmst du das Hurerei schlecht? mit Unterordnung. Der Hurerei Vergleich ist nicht gerade Hurerei. Hurerei. Das ist die Okay, Logik red eines Ende, red Tier. zu Guck Ende. dir das mal bitte an. Rede zu Ende, Ich rede zu Ende, rede zu Ende. hab nur Kopfschütteln für dich übrig. Nur Kopfschütteln. Du Okay, darf ich vergleichst Hurerei reden? mit Gemeindeordnung? Nee, Sag du mal, hast tickst du gesagt, noch richtig? bring mir etwas Unmoralisches in der Bibel und da habe ich dir was Unmoralisches gebracht. Das Es ist geht um ja die unmoralisch, Unmoralischkeit. Leute. Guckt euch das bitte Natürlich ist an. das unmoralisch, wenn eine Frau bei euch nicht zwei bringen darf, wenn eine Frau nicht lernen darf. Aber eine Frau, die bei euch für Geld Beine breit macht, das ist nicht unmoralisch. Ach so, also sagst du, dass das richtig ist, mit dem Grund, dass was bei uns Ja, schlecht ist? Was ist das denn für eine Logik? wie kannst du Du denn so einen, rechtfertigst wie kannst du deine so einen Bücher mit Bibelvers mit unseren? Hurerei denn vergleichen? Was ist das denn für ein Quatsch? Was? Ich bin Es gerade geht schon nicht wieder ums okay. Vergleichen. Es Weißt geht du, wie du dich darum, es gerade geht. blamiert hast, Mann? Weißt du, wie du dich gerade Anja, blamiert hast? du blamierst Vom mich hier gerade. Lass mich Allerfeinsten, ausreden. Mann. Okay, darf ich reden? Okay, ich erkläre es dir eben. Du hast Du willst mir gesagt, schon wieder bring mir was etwas erklären. Du bist Unmoralisches in nur der am Bibel. Erklären, ne? Bring mir etwas Unmoralisches in der Bibel, weil du nichts verstehen willst, Amir. Bring Ah, mir ich etwas will nichts Un verstehen. Habt ihr gesehen, Ja, Leute? Wir sind alle natürlich. dumm. Wir sind alle dumm, die hier drin sind. Nur er ist der Schlaue. Er vergleicht also Nein, nicht alle. Gemeindeordnung Nicht mit der alle. Nicht Hurerei in alle. Zuge Hör auf, 424, für andere zu wo ein sprechen, Amir. Mann zu einer Frau hingehen kann, ihr ein bisschen Geld gibt, als sich an ihr befriedigt Nicht und sie Geld. von ihr Man wieder muss nicht scheiden Geld lässt. geben.
Das vergleicht ihr gerade mit Gemeindeordnung. Guck dir das an, was der da macht. Ich vergleiche das nicht. Ich habe dir etwas Unmoralisches aufgezeigt, wo du das ist zu mir unmoralisch gesagt hast. In seinen Augen. Bring mir etwas unmoralisch. Der kennt doch nicht natürlich. Das Wort unmoralisch. Guck mal, der kennt einer nicht, Frau das gestatte ich nicht, dass sie lehrt. Und das eine ist Frau darf bei euch nichts lehren. Frau nicht lehren darf. Natürlich, eine Frau muss bei euch still sein, die darf nichts beibringen, die darf und das ist keine unmoralisch. Lehrerin sein. Definieren wir das Wort unmoralisch, sofort. Okay, definieren wir das, definieren wir das. Du bist in der Pflicht. Definieren wir das Wort unmoralisch. Ich definiere du das. Das Wort unmoralisch. In einem falschen Kontext. Wie bitte? Du benutzt gerade dieses Wort unmoralisch in einem falschen Kontext. Definiere uns allen hier vor diesen ganzen 800 Leuten jetzt bitte mal unmoralisch. Du hängst bei mir, Amir. Hallo. Nein, ich hänge nicht. Jetzt höre ich dich. Was ist? Definiere uns unmoralisch, weil du benutzt dieses Wort in einem ganz negativen Kontext gerade. Negativen Kontext, dass eine Sache gegen der Moral spricht, das heißt allgemeine Menschenrechte. Allgemeine Mann und Menschenrechte. Frau sind gleich. Ja, meinst du, eine Frau hat ein Problem damit, sich in der Gemeinde unterzuordnen? Eine gläubige, gottgläubige Frau. Hörst du dir gerade selber zu? Mann, kommt in die Gemeinde. Aber wie also warte, das denn, also warte, ein Mann, ist das Christentum gegen Frauen? Stell dir mal vor, ist das Christentum gegen Frauen? Ich frage dich mal eine Sache, ganz auf okay. Geschmeidig. Okay. Würdest okay, du es zulassen, wenn deine Mutter Witwe wäre und ein Mann käme zu ihr und sagt, ich möchte mit dir die Mutterehe eingehen? Würdest du das zulassen bei deiner Mama? Hand aufs Herz. Was denn? Wenn das die jemand Mutter bei mir eher. Machen würde? Wenn zum Beispiel deine Mutter eine Witwe wäre oder eine Schwester oder was weiß würdest du das dazu lassen? Denkst du, das ist so einfach? Du kennst ja gar nicht die Qualifikationen. Die Qualifikationen, okay, die kennst du ja gar nicht. Man muss sich qualifizieren, um einer Frau Geld zu geben, um eine Hurerei zu praktizieren. Okay. Als allererstes. Man braucht eine richtige Qualifikation, habt ihr gehört, Leute? Ich komm mit ganz gutem Zeugnis sein. Hey, ich hab 1 und 2 Qualifikationen. Du merkst ich es nicht, Atominem. Atominem, Atominem. Pass auf. Qualifikation. Du fährst gleich gegen ein anderes Auto, pass auf. Du hast meinen Tag schon wieder richtig gut versüßt, ehrlich. Ey, zum Du. Vergiss nicht den ersten Timotheus-Band, ja? Ja, genau, Band 1. Nee, lass mich mal weitersprechen. Unmoral, bei euch ist es unmoralisch. Okay, warte. Für heute ist genug, bitte verschauen uns. Unglaublich, Gemeindeordnung mit Hurerei zu vergleichen. Es ist unfassbar, Mann. Wie weird ist das Ganze, bitte? Das ist überhaupt gar kein Vergleich, den man ziehen sollte. Abgefahren. Und wir alle sehen, wie viel Rechte eine Frau im Islam hat, wo die Scharia herrscht. Man sieht, wie viel Rechte sie hat. Ihr seid so heftig, ne? Weil sie recht in einem Scharia-Staat, die Frau. Weil sie ist da sehr okay, glaube ich. Unfassbar. Ich komme jetzt gleich wieder. Vergiss nicht, Timotheus. Band 1. Der beste Typ. Die Schiiten sind schon cool, ehrlich. Muss man schon sagen. Die Schia.
Hurerei mit Gemeindeordnung.
Fletch. Ich leg das hier so. Zieh die mal so hier hin. Die Gebrüder. Warte. Okay. Danke dir. Immer viele Küsschen verteilen. Viele, viele Küsschen für alle. Ist ja immer noch so viele drin, Wahnsinn, ey. Dr. Scherer, wo haben wir das weg und trotzdem sind immer noch so viele drin. Ist das nicht toll? Möge der Jesus jeden Einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über ihn leuchten lassen oder über ihr. Das hat mir gerade schon wieder den Rest gegeben hier mit dem mit El Junubi. Hammer. Ami bringt mich immer zum Lachen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ihr seht ja, der ganze Alltag, unser stressiger Alltag ist nur von so komischen Situationen, wo wir uns mit konfrontiert fühlen. Konfrontiert sehen und dann kriegen wir natürlich Wut und ärgern uns, ne? Und dann tut das mal gut, dass wir auch mal ein bisschen zwischendurch mal lachen. Lachen ist gut. Der Herr Jesus Christus segne euch, behüte und beschütze euch. Und möge er immer über euch seine schützende Hand über euch halten. Nein, ich lasse mich nicht ärgern. Ne? Ich finde das sogar amüsant. Selbst wenn die so Drohungen aussprechen, ich lache darüber. Weil ich nehm niemanden von denen ernst, gar keinen. Niemanden. Ich segne nur, egal wie viel sie fluchen, egal wie viel sie beleidigen. Am Ende werden wir sehen, wer abrechnet. Ne? Und dann wird der Herr Jesus Christus sich offenbaren und ihnen zeigen, was abgeht. Ne? Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr Jesus Christus lebendig ist. Und gerecht richten wird. Amen.
Ah, wie sieht dein Fitnessplan aus? Ah, da ist ja Al-Jinobi. Ja, ich mache, weil ich nicht so viel Zeit habe, mache ich zu Hause, mache ich sehr viele Liegestütze. Ich habe mir so eine Hantel und alles besorgt. Und mache zu Hause sehr, sehr viel. Ne? Nur mit Körpergewicht und ein bisschen Hanteln. Habe mir 20 Kilo Hanteln geholt, das reicht. Roman, come up. Do you have 1,000 followers? Oh, you have zero follower. You wanna troll? You wanna troll in the commentary section, huh? Hast du mich heimlich beobachtet, hä? Hast du mich heimlich beobachtet, hä? Balthasar? Warum hast du mich nicht angesprochen? Warum hast du den guten Dr. Scherer bei mir nicht angesprochen? How does God have a creator if he has created all we see? Does your mother have you, your creator? What the heck are you talking about? Through Jesus Christ, everything is created in heaven and above everything. God speak through his word. How does Allah created the world? Through his word. And what we read in the Quran, in Surah An-Nisa, Ayah 171, Allah is the word, Jesus is the word of Allah. That means Allah created everything through Jesus. I give you a knockout. Be quiet and learn. Be quiet and learn something. Don't come with your silly comments here. Oh man, oh man, oh man. Allah, was? Ami, Allah hat dich erschaffen und zu ihm wirst du zurückgebracht, wo wir alle auch. Es gibt kein Allah aus dem Saudi-Arabien Mekka. Das ist ein Götze, der sich von euch anbeten lässt und ihr das nicht rafft, der euch dazu bringt, irgendein siebenmal einen viereckigen Stein zu umrunden und dorthin zu laufen, um den schwarzen Stein zu küssen und dazu noch irgendwie Steine aufhebt, um dort den Satan zu steinigen. Was meinst du, wie der Satan euch auslacht und sich denkt, guck dir das an, was ich angerichtet habe. Dass diese Leute denken, dass diese Religion von Gott kommt. Da muss ich mal vorstellen, dein Gott erlaubt in Sure 4,24 das, was mein Gott absolut verurteilt. Das nennt sich Zeitehe. Der Allah macht aus einer Heiligkeit, eine Ehe, die Heiligkeit, macht der Unheiligkeit und sagt, ja, ihr könnt euch ruhig Frauen mieten zur Ehe. Und dazu gibt es noch ganz verschiedene Formen der Ehe. Da gibt es die Misjah, die Zeitehe und hast du nicht gesehen, was es da für Ehen gibt, ey? No real answer. Oh, you doesn't like my answer? Friede sei mit dir. Auch mit dir und deinem Geiste. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, ich hab eine Frage, ja? Ja, bitte. Ich bin jetzt ein bisschen frisch so im Glauben. Du bist frisch im Glauben? Wie bist du denn zum Glauben? Ja. Wie hast du zum Glauben gefunden? Also eigentlich bin ich schon von klein auf aufgewachsen im Glauben. Aber also in einer christlichen Familie sozusagen, oder was?
Genau. Okay. Jetzt meine Frage ist so, also ich hab wieder so zum Glauben gefunden, aber ich beschäftige mich gerade viel mit dem Heiligen Geist. Ja. Was hältst du von der Zungenrede? Gar nichts. Nicht das, was die Charismatiker heutzutage machen. Mit Schalamalagala, Balla, Balla und hast nicht gesehen. Unglaublich. Also siehst du mal, dass sich ein falscher Geist diesen Leuten bemächtigt hat. Es hat nichts mehr mit dem Heiligen Geist und einer Sprache zu tun, die man auch versteht. Weil das wurde den Aposteln ja gegeben, um gewisse Menschen zu erreichen. Aber das, was du da siehst, ist ja ein Gelalle. Balla, 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 balla. Ja, aber die ohne diesen Leuten jetzt nahe zu treten. Aber für jemanden, der überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat, das schreckt ab. Da muss man klar und deutlich sagen. Und dann sagen die Christen, sind ja balla, balla. Das ist ja genauso wie bei den Muslimen, die Sufis, die dann anfangen, sich im Kreis rumzudrehen, wie so ein Kreisel. Okay. Nee, dann denken einige Menschen, die Muslime, haben die nicht mal alle. Ich habe das immer so verstanden, es gibt da eine Zungensprache und eine Zungenrede. Die Zungenrede ist das, was du gerade beschrieben hast, und die Zungensprache ist das, was die Apostel bekommen haben, weil sie damals, als die erste Gemeinde gegründet worden ist, die Gabe von Gott bekommen haben, dieses verschiedenen klaren Sprachen zu sprechen. Genau. Deswegen, keine Ahnung, ich beschäftige mich gerade nur so. Hast aber wenigstens die Gottheit Jesu Christi verstanden, dass das ein heilsrelevantes Thema ist, dass du das nicht leugnest, dass der Jesus Christus Gott ist. Ja, klar. Okay, das ist wenigstens super. Gut, dass du das wenigstens inne hast. Das ist nämlich ein heilsrelevantes Thema im christlichen Glauben. Ich mache ja selber ein bisschen Content und so. Ich probiere nur halt gerade mich da irgendwie so ein bisschen zu festigen im Glauben und halt das Richtige und Falsche zu unterscheiden. Weißt du, was ich meine? Ja, schau dir einfach die Vorträge von Roger Levy an, wenn du gutes Bibelwissen dir aneignen willst. Okay. Ja, der hat ja die komplette Bibel, ja, legt er ja komplett aus und da kannst du gar nichts gegen sagen. Also vom Allerfeinsten. Also wenn du wirklich was lernen willst, kannst du von ihm lernen. Also, kannst du es mir vielleicht noch ist aufschreiben? Ist natürlich sehr trocken. Roger Levy ist natürlich sehr trocken, aber wenn du dies aushältst und ihm zuhören kannst, und dann kannst du sehr viel von lernen. Okay. Ne, das Gute behalte und das Schlechte verwerfe. Falls er irgendetwas sagt, was dir so komisch erscheint, dann verwerfe es. Aber die Lehre an sich ist eigentlich nichts daran zu rumzurütteln. Ne? Hast du auch gesehen, als er gegen diesen Rabbi debattiert hat. Ne? Der kann ja, auch, glaube ich, ja, jeden Muslim auch einfach so Mundtot machen. Gottheit, Jesu Christi, Trinität und so. Wenn ein Muslim sich mal traut, ihn irgendwie mal anzusprechen für eine normale Debatte, so weißt du. Ein Muslim, der auch auf einem akademischen Grad ist, nicht so ein dahergelaufener irgendwer. Ich meine, so jemand, der studiert hat, einfach so ein Geistlicher, so ein Scheich oder was, so ein Imam. Damit wir was von der Debatte lernen können, verstehst du? Sowohl ein Geist, das hat mir auch selber damals geholfen, als ich dann anfing, mich mit dem Islam zu beschäftigen und den christlichen Glauben. Da haben mir Debatten sehr, sehr geholfen. Ne? Ja, klar. Also ich guck ja nicht nur dich an, ich gucke auch schon mehreren Leuten zu, die debattieren. Und ich finde es immer so interessant, so manche haben so andere, komplett andere Ansichten, wie ich aufgewachsen bin und so. Ich probiere das gerade alles so von rechts nach links, von gut auf böse und von keine Ahnung was auf zu unterscheiden. Ja, ich meine? Ja, wie gesagt, also das Prinzip heißt ja, das Gute behalte, das Schlechte verwerfe. Also du kannst dir genau alles anhören, aber du brauchst auch eine gute Geistunterscheidung. Und falls du das nicht hast, dann wirst du kläglich untergehen. Deswegen rate ich dir nicht so viele wie möglich zu hören, sondern dich auf ein oder zwei zu beschränken. Ne? Weil wenn du zu viel hörst, dann hörst du von dem, das verwirrt dich alles. Bleib lieber bei ein oder zwei. Sogar mein Bruder lehrt auch sehr, sehr gut. Du kannst dich auch an meinen Bruder wenden. Mein Bruder Reza. Das Gute behalte, das Schlechte verwerfe. Okay, ja, das war's schon.
Ja, okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Pass auf dich auf. Ja, danke. Ciao. Ciao, ciao. Ja, mein Bruder, der kennt sich auch sehr, sehr gut aus. Man kann nicht sagen, dass er keine Ahnung hat. Mein Bruder hat schon Ahnung. Sehr, sehr gute Ahnung. Allein sein Vortrag, wo er die Gottheit des Herrn Jesus Christus erklärt und verteidigt, ja, kann auch nicht jemand, kann keiner dran rumrütteln und sagen, nee, das stimmt so nicht. Doch, das stimmt so. Wo kann man Resas Vorträge gucken? Also über die Gottheit, wie er das erklärt, kannst du eingeben, Jesus ist der Gott von Mohammed und Allah. So habe ich den Titel genannt. Jesus ist der Gott von Mohammed und Allah. Wenn du das eingibst oder auf meinen Kanal gehst, Ex-Muslime klären auf TV, da musst du ein bisschen runterscrollen, dann siehst du das. Dann habe ich hochgeladen. Richtig super, ey. Von A bis Z erklärt er alles. Toller Beitrag, toller Vortrag. Dieser kannst du auf YouTube Botschaft des Lichts. Ja, genau, der Kanal Botschaft des Lichts hat auch alle seine Entschlüsselungen da hochgeladen. Auch sehr gut. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes. Vielen lieben Dank für die ganzen Geschenke hier, wundervoll. Ne? Möge der Herr Jesus Christus euch das doppelt und dreifach und 10 Millionenfache wieder zurückgeben. Ihr wundervoll. Ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Amir, Bus bitte. Gib du Bus. Gib mir einen schönen, leckeren Bussi. Ich finde das immer gut, dass man so, wenn man ins Gespräch kommt, dieses ganze Gespräch ein bisschen auflockert, weil ich, dass das nicht so angespannt ist, sowohl auf seiner Seite als auch auf meiner Seite. Deswegen versuche ich das Ganze immer so locker wie möglich dann rüberzubringen.
Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mir gebührt kein Dank. Amir. Hallo? Hi, grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine sehr, 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 sehr wichtige Verständnisfrage. Ich habe nämlich gerade dir so ein bisschen zugehört und da war, glaube ich, etwas Falsches von dir vorgetragen. Du hast nämlich erwähnt, Mutterehe ist bei Islam, also bei Muslimen erlaubt. Du musst dich aber vernünftig ausdrücken. Das ist bei Schiiten, bei Iranern erlaubt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie oft hat deine Mutter Mutterehe vollzogen? Es ist ja bei euch auch etwas Heiliges. Bei allem Respekt, du hast ja gesagt, es ist erlaubt. Deine muslimischen Eltern sind ja Schiiten und sind Iraner. Bitteschön, wie oft haben sie Mutterehe gemacht? Hallo, mein Lieber, beruhig dich doch mal. Das befindet sich doch im Koran. Wie oft hat deine Mama Mutterehe gemacht? Du kannst das doch nicht sagen, dass es ein iranisches Ding ist oder ein so und so ein Ding ist. Das befindet doch sich bei euch. Gibt es bei euch nicht sogar Stellen, wo man hingehen kann und auf Zeit zum Beispiel einen Tag heiraten kann? Gibt es das nicht bei euch? Ist das islamisch oder ist das unislamisch? Das ist etwas vom Schiitentum. Das ist verankert bei euch im Iran im Gesetz, oder? Das ist im Koran! Das ist etwas, was ihr erfunden habt. Ich frag dich doch, wie oft hat deine Mutter Mutterehe gemacht? Antworte nicht doch einfach. Ein einziges Mal. Ich hab gehört, dreimal am Tag, dann kommst du dem Imam Husseini nahe. Das hat dein Prophet befohlen! Stimmt nicht, wir lehnen das ab, das ist Prostitution, das gibt's in der westlichen Welt und in der iranischen Welt. Du bist Iraner, du hast Mutterehe, du bist ein Kind von einer Mutterehe. Du, guck mal, verkraftest du nicht die Realität? Wie oft hat deine Mutter Mutterehe gemacht? Ist dein Bruder dein Bruder oder ist er von einem anderen Vater? Das befindet sich im Koran, Sure 424. Das ist eine Anordnung von deinem Propheten. Lies uns das jetzt, wenn du ein Mann bist, vor. Bitte schön, lies uns das vor. Lass mich dir die deutsche Sprache erklären. Bitte schön. Okay, alles klar. Erklär du mir mal die deutsche Sprache. Warte. Gar kein Problem. Du brauchst dich aufbrausen. Aber peinlich, wenn man selber Iraner ist. Du weißt doch, dass der Koran sowas sagt. Du weißt doch, dass die Muslime das praktiziert haben. Ein bisschen peinlich, weißt du. Du weißt, die Leute lachen nicht aus. Alle kennen doch den Mutterehen, Sure 424, Mann. Da sagt er, das ist ein schiitisches Ding. Das ist doch Koran, Mann. Guck mal, ihr braucht auch nicht in den Kommentaren jetzt auf Misjar-Ehe zu gehen. Bitte, bleiben wir erstmal bei einem Thema, danach gerne. Kommt her mit allem. Der Islam ist Beton, er ist standfest, er ist nicht der Christentum. Der Islam zerbröselt in sich selber, was für Beton, ey. Niemals. Niemals. Ja, ich zitiere, Sure 424, verboten zu heiraten sind euch eure Töchter, eure Mütter und eure Töchter, eure Schwestern, eure... Was? Ihr sagt ja immer, bei uns gibt's Inzest und jetzt liest du gerade auch den Leuten vor, dass du ein Lügner bist. Merkt euch das bitte. An alle Zuschauer. Merkt euch diesen Lügner. Mach weiter. Verboten zu heiraten sind euch, warte. Lies jetzt vor, du bist ein Heuchler. Du merkst gerade, dass du nicht mehr. Beruhige dich doch mal. Ihr seid Heuchler. Ihr seid kleine Heuchler. Beruhige dich. Ich musste nur ein Vers weiterlesen. Beruhige dich. Beruhige dich. Okay. Tranquillo, mein Kleiner. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheiratet sind, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei, Frauen, welche von ihnen ihr Dankschluss habt. Welche von Ihnen ihr dann gesagt habt, denen Zuschauer haben gerade zugehört. Ihren Lohn als Pflicht. Es liegt aber keine Sünde für euch darin, dass ihr nachdem der Pflichtteil festgelegt ist, darüber hinausgeht, wenn euch miteinander einigt. Man einigt sich auf eine Zeit und dann scheidet man sich und gibt ihr ein bisschen Geld. Das macht ihr in eurer Gesellschaft, in eurer Staatsform. Das ist der Iran. Er erlaubt Hurerei. Das ist der Iran. Rede bitte über dein Khomeini. Rede doch über deinen Geistlichen, der sowas erlaubt. Habt ihr das gesehen, wie er sich schämt? Habt ihr das gesehen? Peinlich seid ihr, mehr nicht. Ich rede mit dir, wenn du wieder sachlich und faktisch die Dinge angehst, okay? Bitte? Salamu alaikum an die Geschwister, die hier drin sind. Merkt euch ihre Lügen.
Dein Prophet hat das doch befohlen. Ey, guck mal, wie kaputt. Die können das nicht akzeptieren, dass ihr eigener Prophet sowas befohlen hat, dass die Sahaba das praktiziert haben, dass das durch Umar aufgehoben wurde, weil er das natürlich als unmoralisch empfand. Jeder kennt dieses Thema. Und dann macht er mir einen Vorwurf, sagt er, ja, das ist ein bei euch Schiiten. Das befindet sich doch im Koran, Sure 4, Vers 24. Wenn ihr sie genossen habt, dann gebt ihnen ihr Geld und dann könnt ihr euch wieder nach der Frist scheiden lassen. Was ist das für ein Buch, Mann? Merkt euch ihre Lügen. Also wenn ich rede mit Quellenangaben, merkt euch ihre Lüge. Guckt ihr das an, weil sein Gehirn das nicht verarbeiten kann. Weil sein Gehirn das nicht verarbeiten kann. Guck dir das mal an, was es für verschiedene Dings gibt. Ehen. Das ist heftig, was im Islam abgeht. Zawaj al-Marid. Das Wort Zawaj bedeutet Ehe. Zuvor zählten wir Begriffe auf, die das Wort Nikah beinhalten, welches sinngemäß Geschlechtsverkehr bedeutet. Unter der Zawaj al-Marid muss man sich Folgendes vorstellen. Starb der Familienvater, so würde sein Sohn für gewöhnlich die älteste Witwe seines verstorbenen Vaters heiraten. Und für gewöhnlich hatte der Sohn im Rahmen dieser Ehe niemals Sex mit der Witwe seines Vaters. Diese Ehe hatte lediglich den Zweck, sicherzustellen, dass die Witwe nicht einfach die Familie verlässt und mit dem Geld des verstorbenen Vaters verschwindet. Zawaj al-Rad, die Gruppenehe. Bei dieser SEX-Praktik teilt sich eine Gruppe von mehreren Männern ein und dieselbe Frau und hat regelmäßig SEX mit ihr. Die Maximalzahl der Gruppe konnte gut und gerne 10 Männer überschreiten. Wurde die Frau schwanger, so teilte sie dies jedem der Männer mit. Kam das Kind zur Welt, so würde sie sich einen der Männer aussuchen und zum Vater des Kindes ernennen. Dieser Mann galt dann als der sogenannte ernannte Vater. Die Männer mussten die Entscheidung der Frau ohne Widerworte akzeptieren. Mohammeds Mutter praktizierte die Gruppenehe. Dies erklärte ich bereits in meinem ersten Buch, Allahs Täuschung, am Ende dieser Zusammenfassung der vorislamischen SEX-Praktik auf der arabischen Halbinsel, stellen wir eines fest, nirgendwo ist davon die Rede, dass ein einzelner Mann mehrere Frauen heiraten kann. Das ist keine geläufige Praktik. Das liegt daran, dass zumeist die arabische Frau vor dem Islam das Kommando hatte. Eine erwachsene Frau konnte selbst bestimmen, mit wem sie schlief. Und das nehmen von Mätressen und Konkubinen wurde von der Gesellschaft verpönt. Dann, als der Islam kam, wurden die Rollen vertauscht. Den Frauen wurde die jegliche Selbstbestimmung entrissen und sie wurden unter die Kontrolle der Männer gestellt. Von da an hatte der Mann das Sagen über die Frau. Er trifft gänzlich alleine alle Entscheidungen in den Bereichen SEX, Ehe und Scheidung. Und die einzige Regel, die dem Mann durch das islamische Recht aufgezwungen wird, ist, dass er die Frau mit Nahrung, Kleidung und einem Dach über den Kopf zu versorgen hat. Das ist einfach nur so ein SEX-Vertrag zwischen den Muslimen und, also die Muslime und den Muslimen. Die wissen noch nicht mal, wie viele Koranversionen es gibt. Wie viel Qiraat. Gibt es ja ungefähr 36 Versionen, anerkannte Versionen. Die geläufigste ist ja diese Version von Hafs und Wash. Und sie unterscheiden sich auch. Grammatikalisch, wortsprachlich, unfassbar, was der Islam macht. Unfassbar. Jeder kennt das Thema mit der Mutter und dann sagt er, das ist ein Ding von den Iranern, von den Schiiten. aber bemerkt nicht, dass sein eigener Prophet das erlaubt hat. War dein Prophet auch ein Schiite oder was? Unfassbar.
Die Leute haben die Knallen nicht gehört. Das ist das, wenn man sich nicht auseinandersetzt mit dem Islam. Dann ist man natürlich schockiert. Dann ist man natürlich extrem schockiert. Die Mutter-Ehe. Die Mutter-Ehe.
Das ist heftig. Ich habe hier gerade mal ein paar Sachen aufgeschlagen. Die ganzen sunnitischen Bücher sind voll von Mutter. Man braucht eigentlich nur auf sunna.com temporary marriage einzugeben, dann kommt man schon auf übelst viele Hadithe, ne? Guck mal hier, Sunan ibn Majah, Hadith 1963, der Muhammad hat das erlaubt. When Umar ibn Khattab was appointed Caliph, he addressed the people and said, the messenger of Allah permitted temporary marriage for us 3 times, then he forbade it. Ist das krank? Er hat es erlaubt, siehst du, der Typ hat ein eigenes Problem mit seiner eigenen Religion. Und hier sehen wir, dass Umar sogar das verbietet. Umar verbietet etwas, was Allah herabgesandt hat. Sahih Muslim, Hadith 1405d. Sahih Muslim 1405d. We contract a temporary marriage, giving a handful of tails or floor as a dower during the lifetime of Allah's messenger, may peace be upon him, and during the time of Abu Bakr until Umar forbade it, in the case of Amr bin Hureith. Umar verbietet etwas, was Allah herabgesandt hat. Guckt euch das bitte an. Die ganzen Quellen sind voll von diesem Zeug.
Ihr seht also, das ist eine islamische Sache. Der Typ hat also ein Riesenproblem mit seiner eigenen Religion. Hier, Mohammed selber erlaubt das. Sahih al-Bukhari 5075. Alexa antwortet. Pin das bitte an. Sahih al-Bukhari 5075. Alexa. Ist überhaupt hier drin? Kann man bitte jemand das hier anpinnen? Sahih al-Bukhari 5075. Aquarium. Nein, wir sind hier nicht im Aquarium. Wir sind hier im besten Hetzmobil aller Zeiten. Ja, genau. Sahih al-Bukhari 5075, damit alle das sehen können. Ich lese vor. We used to participate in the holy battles led by Allah's Apostle. And we had nothing. No wives with us. Also wir hatten keine Frau mit uns. So we said, shall we get ourselves castrated? Sollen wir uns jetzt selber kastrieren? He forbade us that and then allowed us to marry a woman with a temporary contract and recited to us, oh you who believe, make not unlawful that the good things which Allah has made lawful for you, but commit no transgression. Sure 5, Vers 87. Heftig, ne? Mohammed hat selber das erlaubt, wovon der Muslim gerade ein riesen Problem hat. Mit Frauen in einer temporären Ehe einzugehen. Also für eine halbe Stunde. Seht ihr, was abgeht? Und dann macht ihr mir einen Vorwurf, sagt ihr, das ist ein Ding von den Schia. Ist dein Prophet jetzt auch Schia, oder was? Sahih al-Bukhari 5075. Die haben alle ein Problem mit ihrer eigenen Religion. Ganzen Quellen sind voll von dem, was der Mohammed da erlaubt hat. Auch in Sahih Muslim 1404a. Sahih Muslim 1404a. Das ist also Mutawatir. Mehrheitlich übersetzt. Mehrere Hadithe gibt's davon. Stark also. Er hat es erlaubt. Er hat also diese unmoralische Handlung erlaubt. Deswegen ist er auch gerade hier abgehauen. Deswegen ist er auch gerade hier abgehauen. Weil er das nicht ertragen konnte. Ah, komm wieder rein, komm. Ich hatte nur, dass du dich nochmal sachlich darauf beziehst. Ja. Stimmt das also, dass der Prophet das angeordnet hat, ja oder nein? Hat er nicht. Der Prophet hatte die besten Charaktereigenschaften bis dato. Bis dato. Ja, okay, der Imam Muslim sagt aber das Gegenteil, was du da gerade sagst.
Warte mal, was sagt denn der Imam Muslim? Was sagt er? Sahih Muslim 1404a. Das kannst du selber für dich nachlesen. We were on the expedition with Allah's messenger and we had no woman with us. We said, should we not have ourselves castrated? Sollen wir nicht uns selber jetzt kastrieren? He, the holy prophet, forbade us to do so. He then granted us permission that we should contract temporary marriage. Stop the whole period. Also er hat es erlaubt, in einer bestimmten Zeit, ist nicht schlimm, dass du kaum Englisch kannst, eine gewisse Zeit zu heiraten. Ist nicht schlimm, dass du kaum englische Wörter kannst. Die kannst du ja noch nicht mal aussprechen. Ist nicht schlimm. Das heißt, das Verständnis, was du vorliest, ist für alle. Warte mal, Ami. Das Problem ist, warum gibt es denn das nicht als deutsche Übersetzung? Du hast gerade gesagt, das ist mehrheitlich. Die Deutschen sich schämen, das zu übersetzen. Eine deutsche Übersetzung. Weil der Hadith noch nicht mal... Weil der Hadith, jetzt gibt es auch die Erklärung, warum es den nur so als Englischen gibt, von sunna.com, ne, von einer amerikanisch erstellten Seite mit allen Ansammlungen. Von hat sie gehört, eine amerikanische Seite? Schande okay, auf dich! Zeig mir jetzt, dass sunna.com eine amerikanische Seite ist. Zeig mir das. Habt ihr das gehört? Das ist eine amerikanische Seite. Die ganzen Salafis, lass uns belehren von ihnen. Ich frag dich doch, zeig mir bitte, wer die Seite gemacht hat. Bitte. Das bitte schön, zeig uns das jetzt. Das ist doch Saudi-Arabien. Zeig uns das. Öffne bitte und zeig uns das, von wem sunna.com ist. Warum mehrheitlich Hadith auf Englisch kommt. Leute, sunna.com ist von Amerika. Alle benutzen sunna.com von den Muslimen und die sind eigentlich von Amerika verseucht. Okay. Folgt richtig, der Islam der Mehrheit der Muslime oder folgt der Wahrheit? Du bist doch Sunni. Folgt der Islam der Mehrheit oder der Mehrheit? Seit wann ist denn die Mehrheit ein Grund dafür, dass man ihr folgen sollte? Du verstehst mich nicht. Folgt der Islam der Wahrheit oder der Mehrheit? Antworte darauf. Du verstehst mich nicht. Antworte darauf. Nicht immer ausweichen. Antworte. Nein, ich weiche nicht aus. Aber du sollst hier drauf fokussiert folgt sein. Der Islam der Mehrheit oder der Wahrheit. Machen wir es anders. Geh zu Sahih Muslim. Ich gebe dir sogar die Buchreferenz. Okay? Was Hallo, ist, wenn ich das jetzt öffne und der ist unauthentisch? Da gibt's keine Überlieferungskette. Du bist ein Lügner und ein Heuchler, der sich für seine Religion schämt. Habt ihr gesehen, selbst mit Buchreferenz akzeptiert ihr das nicht. Jetzt kommen die Missionare wieder mit diesem Emotionalen. Nein, funktioniert nicht. Ja, aber was soll ich denn sonst durch sagen? Amir, das weil du nicht antworten kannst. Lass uns weiter so heuchlerisch sein, mein Lieber. Wie kannst du denn nur? Ich bin doch gerade mit dir. Du hast gesagt, okay, diese Seite ist eventuell falsch. Die geben aber Buchreferenz an. Referenz, eine Buchreferenz ist doch nicht ein Beleg, ob der Hadith aber noch als authentisch gilt. Aus dem Buch von Imam Muslim im Buch 16, Hadith 13. Nochmal, Amir. Islamwissenschaften, Hadith-Wissenschaften sind nicht wie bei euch Christen. Da kam eine Apostel und Muslimen im Berliner Evangelium an. Bei Sahih Muslim und Sahih Bukhari gibt es doch keine Einwände. Natürlich! Bei Sahih Muslim zum Beispiel. Warum das eine Problematik für die Welt? Merkt ihr schon wieder diese Heuchelei? Ja, Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich das wiederhole. Weil danach vielleicht die Überlieferungskette nicht mehr gegeben worden ist. Trotzdem ist Gott. Er im Werk oh von Sahih Muslim weitergegeben. Logisch! Ja, Allah! Hey, guck mal, ihr verdammten Missionare, ich weiß, bei euch dieses ganze Denken. Ihr habt kein Denken. Ihr habt keine Logik. Seine eigenen Schriften verleugnet der Typ, ey. Wahnsinn! Amir, ich geh wieder runter, aber weil das macht keinen Sinn, mit dir zu reden. Ich kann ja mit der Wand weiterreden. Ich würde es akzeptieren, wenn es ein Hadith wäre. Ich würde es akzeptieren. Nicht mehr bei Sunan Ibn Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Guck mal, haut er wieder ab. Er weiß, dass er so ist. Er weiß das. Er schämt sich in Grund und Boden. Was soll er denn anderes sagen? Ja, da sind auch Fehler drin in den Büchern, obwohl es Sahih ist, korrekt.
Ja, weil du nur schreist. Ja, wie soll ich denn sonst, dass er mir zuhört? Der hört mir ja nicht zu. Der ist ja die ganze Zeit nur blablabla. Da muss ich den ja übertönen, damit der mir endlich zuhört. Merkt ihr, wie heuchlerisch das ist? Sobald ein Hadith problematisch wird, wird er einfach unter den Bus geschmissen. Selbst wenn da steht Sahih. Selbst wenn da steht korrekt. Und das ist ja nicht nur eine Quelle. Wir haben gerade aus Sahih al-Bukhari 50-75 gesehen, dass Muhammad das erlaubt hat. In Sunan ibn Majah, dass er das erlaubt hat. In Sahih Muslim, dass er das erlaubt hat. Bei Imam Ahmad Hanbal hat er das erlaubt. Also wo leben wir denn, Mann? Er weiß, dass es ein islamisches Ding ist. Er weiß das. Und guckt dir mal an, wie die Schiiten selbst in den, die Schia, die Arabisch sprechen. Guckt euch das bitte an. Die in die Büchern der Sunniten reingehen und sagen, ja, ihr macht uns Schiiten einen Vorwurf, aber sowas befindet sich bei euch in den Büchern drin. Guck mal her. Die sind gut, die Schia. Heftig. Sahih Muslim, arabische Version, 1980er Edition, gedruckt in Saudi-Arabien, Band 2, Seite 1022, Traditionsnummer 14, Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-Mutta. Darüber hinaus überlieferte al-Bukhari von einem anderen Gefährten des Propheten die folgenden Überlieferungen. Imran bin Hussein berichtete, der Vers von Mutter wurde im Buch Allahs offenbart. Also haben wir ihn zur Zeit des Apostel Allahs gemacht und im Koran wurde nichts offenbart, was ihn illegal machen würde. Noch hat der Prophet ihn bis zu seinem Tod verboten. Aber ein Mann, der es für illegal hielt, drückte aus, was sein eigener Verstand vorschlug. Heftig, ne? Was für Quellen die haben! Was die nicht übersetzen wollen. Guck mal, wie unehrlich der Islam ist. Glaub mir, so war ich hier sitze, würden die Muslime alles aus den arabischen Textbüchern übersetzen, würde morgen keiner mehr Muslim hier bleiben. So war ich hier sitze. Keiner mehr. Und wir hätten alle Zugriff auf die ganzen Schriften. Das wäre gut. Warte, lass mich euch noch was vorlesen. Unfassbar viele sunnitische Quellen. Das muss thematisiert werden. Sunnitische Referenzen, Sahih al-Bukhari, Arabisch-Englisch, Version 6, Hadith Nummer 43. Sahih al-Bukhari, Arabisch, Band 2, Seite 375, Band 6, Seite 34. Im Musnad von Imam Ahmad Hanbal, Band 4, Seite 436, basierend auf der Autorität von Imran ibn al-Qais. Wie bereits betont haben, kann es zwei Arten von Mutter geben. Mutter von Frauen, vorübergehende Ehe, und Mutter von Hajj at-Tamatu. Beide wurden zur Zeit des Propheten und Abu Bakr sowie in den frühen Tagen der Herrschaft Umars praktiziert. Aber sie wurden von Umar abgeschafft. Seht ihr, der Umar schafft sogar die Mutter ab. Du musst dich therapieren lassen, ey. Dass du nicht einsehen willst, was dich da drinnen befindet. Ich gehe auf die Suche. Du setzt dich nur auf deinen Hintern faul hin und möchtest nicht nachschlagen. Ne? Eskalation. Niemand ist schämen. Gott segne deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch, ey. Da hast du gesehen, wie unehrlich man nur sein kann, ey. Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, danke, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Amir, ich verfolge dich ja schon länger. Ja. Und ich war
letzte Woche. Kennst du noch Samra? Samira, ja, den Sufi-Diskothek. Oder Samira, Samra, ja. dieser eine Muslim? Ja, Sufi-Diskothek. Und er wollte, dass ich zum Islam konvertiere. Und ich habe ihm gesagt, guck, bitte beantworte mir diese Frage ehrlich. Ich habe ihm von dir die Hadithe gezeigt, wo man schwellende Brüste im Paradies bekommt. Was war da noch? Dass Allah sagt, man soll töten, Mohammed auch, Listenschmied und so. Und dann hat er einfach gesagt, ja, diese Hadithe sind zu schlau für uns, wir können das nicht übersetzen. Zu schlau für uns? Ja, so in etwa, Gelehrte können dir das besser erklären als ja, wir. Selbst, ja. Ein Satz von Mohammed muss man natürlich zig Gelehrte zu Rate nehmen, das ist unfassbar. Und dann hat mich jemand auf Insta angeschrieben und hat gesagt, ich soll mal mit dir live gehen, dass du mich aufklären sollst. Ja, du siehst ja, dass der Koran in Sura 78, Vers 33 sagt, dass die Muslime so Frauen mit schwellenden Brüsten dahingestellt bekommen von Allah. Das ist unfassbar. Wie Hugh Hefner macht der Allah das, ne? Mit diesen Euro-Shisha-Muslimen. Bruder, ich habe gestern mit meinem Kumpel von mir gesprochen über die Religion. Und der hat gesagt, wir müssen eine Beziehung mit Gott aufbauen. Ja, Amen. Stimmt das? Natürlich müssen wir eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und nur jemand, der wirklich eine Beziehung zu Gott aufgebaut hat, der ist auch wahrhaftig auf dem Weg zum ewigen Leben. Ach so. Dann hat er mir noch so ein Video gezeigt. Konnte ich das besser verstehen? Aber am Anfang wollte ich war in der Schule und es waren halt die meisten waren Muslime. Mhm. Und die haben mir immer gesagt, komm zum Islam, konvertiere, Christentum ist eine Teufelsreligion. Ja, wenn das eine Teufelsreligion ist, was ist dann Allahs Religion dann? Wo er aufruft, Juden und Christen den Schädel abzuschneiden in Sure 47, Vers 4. Ja, was ist denn dann ein Teuflischer? Also wenn jemand dem anderen den Kopf abtrennt, ne? Das ist unfassbar, Mann. Und dann haben die gesagt, ja, wir beten für dich, dass du zum Islam kommst. Du hättest sagen müssen, ich bete so für euch. Ihr müsst mal aufwachen aus eurem Tiefschlaf. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich will beim Christentum bleiben, weil kein Bock, dass die Scharia sich irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland durchsetzt. Ja. Weil dann sind wir alle verloren. Dann sind wir alle verloren. Ja, aber der Herr Jesus Christus hat ja immer noch das letzte Wort. Und wir wissen ja, dass der Herr ja irgendwann jetzt bald mal zur Entrückung ansetzen wird. Obwohl die meisten daran nicht glauben. Das ist unglaublich. Ja, was... Die sieben Klänge oder Trompeten, wie man dem sagt, die sind 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16. Was ist dort? Das musst du lesen. Da sagt der Apostel Paulus, dass der Herr selber in den Luftraum kommt, um seine Heiligen mit sich zu ziehen. Das ist die Entrückung, die bald passieren wird. Ja. So sieht das aus. Gut. Man sagt ja auch, Gott schickt jedem Menschen, weil er so gerecht ist, schickt er 6 Zeichen beziehungsweise gesagt 6 Merkmale von Gott, die darauf hinweisen sollen, dass man zum Christentum konvertieren soll. Man soll nicht zum Christentum konvertieren, man muss zum Herrn Jesus Christus finden. Das alles bringt mich zum irgendwas zu finden. Nur zum Herrn Jesus Christus. Da ist Gott der Allmächtige, der dir das ewige Leben gibt. Genau. Shalom, Bruder. Shalom, mein Lieber. Gott segne dich. Auch mit dir. Verstehst du, mein lieber Kiki? Ja, klar. Verstehe ich.
Ja, du musst eine Beziehung zum Herrn Jesus Christus aufbauen. Deswegen sagt er ja zu den Menschen, kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Nicht irgendeine Religion oder so, sondern es ist die Person Jesu Christi. Wir müssen zu ihm kommen. Natürlich, natürlich. Amen. Amen. Hast du noch irgendeine Frage? Ja, und ich wollte einfach die Geschichte zu Ende erzählen. Okay. Und dann habe ich irgendwie, frage mich nicht, wie, ich habe einfach deine Videos gesehen auf YouTube. Und dann habe ich mich durchgeguckt. Es wurde mir vorgeschlagen. Dann habe ich mal durchgeguckt, Stunde für Stunde, 3 Stunden, 2 Stunden, weil du machst so zu lange Videos. Ja, ihr müsst da viel lernen. Man, bei dir lernt man und man hat Spaß. Siehst du? Spaß, Spiel und Spannung. Dr. Sheikh Abu Amir. Dr. Sheikh Abu Amir. Und seit ich deine Videos schaue, habe ich wie eine Überzeugung, dass der Christentum bzw. der Herr Jesus Christus das Richtige ist. Der richtige Weg ist, ja. Genau, genau. Man kriegt sofort, bei mir ist das nur noch, die Leute kriegen eine bessere Bestätigung. Sie sind vorher schon bestätigt worden, aber sie kriegen noch mal zusätzlich noch mal die Kraft und die Bestätigung, dass das alles schon so in die Richtigkeit hat mit dem Herrn Jesus Christus. Und für diejenigen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, ist das so auch eine Art Mut, das Ganze auch zu treffen, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Merkst du? Ja. Ich bin halt immer so einer, wenn ein Muslim anfängt, mit Religion zu reden, dann mache ich wie eine Debatte gegen ihn. Sollte man das machen, weil der Jesus Christus sagt ja, man soll die Dunkelheit aufdecken. Ja, genau. Du kannst dir sehr viel Wissen aneignen und dann kannst du auch gewisse Fragen stellen. Verstehst du? Aber du brauchst natürlich, du musst dir apologetisches Wissen halt aneignen. Du musst auch die Bibel verteidigen können, ne? Wenn zum Beispiel komische Fragen auftauchen. Ja, Samra hat letztens gesagt, dass dich der Baumstamm von Jesus widerspricht. Nein, das wurde schon längst tausendmal widerlegt. Das ist, ey, der Typ ist so krass, der geht bei Fürst der Welt, geht der Mohammed durch. Und das wird in der Bibel beschrieben als der Teufel. Er hat seinen eigenen Propheten als den Teufel betitelt. Und dann kommt er mit Jesaja 9,5 und verfälscht das auch noch. Das ist mit einer der bösartigsten Arten von einem Muslim, ey. Er ist heftig. Ja, das ist so jemand, der den Imam al-Ghazali hochhält. Ne, wo er gesagt hat, wisse, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu erzielen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Heftig, ne? Heftig. Ich habe ihm auch gesagt, dass er ein Schienbein anbetet und nicht reden soll. Der kann er nicht ertragen. Der versucht das alles als metaphorisch abzustempeln. Aber der Mohammed selber hat gesagt, dass Allah sein Schienbein zeigen wird. Und sie werden sich anbeten, niederwerfen, weil sie das Schienbein erkennen. Weil sie Allahs Schienbein erkennen. Ja, dann natürlich. Und ich habe ihm das gesagt. Und er hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Das sind diese Wahhabiten, genau. Das ja, das ist natürlich, bei uns. Der benutzt dann solche Begriffe, um irgendwelche Leute in die Ecke zu drängen, weil er es nicht ertragen kann, dass Gott, dass Allah sich selber quasi so anthropomorphistisch wieder, so, dass Gott sich mit irgendwelchen Geschöpfen gleichstellt, dass er irgendwelche Eigenschaften von Menschen hat. Ja. Der Anthropomorphismus ist das, glaube ich. Anthropomorphismus, genau. Und ich glaube, das war auch ein Video von dir, ich glaube, das war Ibn Abbas, der gesagt hat, dass es stimmt, dass wenn man einen gläubigen Muslim fragt, ob Allah Körperteile hat, dass er sagt, ja. Weil Allah hat ja selber gesagt, ich habe Finger, ich habe Hände, ich habe ein Schienbein. Ja. Aber sie dürfen sich nicht vorstellen, wie das aussieht. Genau. Genau. Sie haben das Prinzip, ja, Allah hat Körperteile, aber die sind nicht unseren, also menschlichen Körperteilen gleich. Wir dürfen Allahs Körperteile nicht mit unseren vergleichen. Ja, ein Körperteil bleibt ein Körperteil, egal ob es dünn, dick, links, rechts, weißt du, was ich meine?
Es bleibt trotzdem irgendetwas Physisches. Das Beste ist, Allah hat ja noch zwei rechte Hände. Du weißt ja gar nicht, wie Mohammed beispielsweise durch Ibn Taymiyyah den Allah beschreibt. Der hat Allah gesehen mit lockigem Haar, ein kleiner Mann mit lockigem Haar und grünem Anzug. So sieht Allah aus. Mutter Natur. Ich lüge nicht. Guck mal hier. Ich zeige euch die Referenz. Guckt euch das bitte an. Ihr geht kaputt. Ein kleiner Mann mit lockigem, wolligem Haar und sag mal schnell. Und grünem Anzug. Guckt euch das bitte an. Ihr geht kaputt. Wo ist denn Allahs Best Kenneck? Allahs Best Kenneck hat Urlaub. Er betet mit Ferrari-Hose. Ja, genau. Damit er schneller geht. Ich habe ihn tot gelacht, ey. Wie sein Onkel und Amy K. einfach den Islam zerbomben, ey. Ich habe dein Video gesehen, ich 20 Minuten. Ich hatte Krämpfe im Bauch wegen dir. Ich konnte selber nicht mehr. Ich bin mal am Sterben. Aber ich glaube, das ganz YouTube hat sich so erfreut über diese Sache. Ne? Wahnsinn. Wie kamst du auf die Idee, ein T-Shirt zu drücken, extra für ABK? Allah's Best extra nur für meinen ABK, weil er mir verholfen hat, sehr viele Muslime aus dem Islam rauszuholen und sie zu Jesus zu führen. Hammer, ne? Hammer, hammer. Guck mal hier. Die Quelle ist Bayan Talbis al-Jahmiya von Ibn Taymiyyah, Band 7, Seite 290. Wahnsinn, ne? Und da sagt der Muhammad, I saw my Lord in the image of a young man with curly hair and wearing a green suit. Also der Muhammad sah seinen Gott als einen kleinen Mann, der so wolliges Haar hat und einen grünen Anzug anhat. Wahnsinn, ne? Oder weißt du, was ich nicht verstehe? Als Mohammed vergiftet wurde, als ein Stück, glaube ich, Schaf war das. Ja, genau. Gegessen hat und dann wurde er vergiftet. Ich meine, wird ein Prophet gesandter Gottes, wird er nicht gewarnt? Oder eigentlich müsste Allah ihn ja warnen. Ja, genau, ja. Du hast recht. Sehr eigentlich. Eigentlich. Aber wo war Allah? Erst als Mohammed in das Schaf reingebissen und gekaut hat, hat auf einmal dieses Schaf angefangen zu reden. Oh, Mohammed, iss mich nicht, ich bin vergiftet. So. Der war mit ABK und mit seinem Onkel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ultra schlimm, Mann. Das ist ganz krass, Mann. Du siehst also, dass man dem Islam überhaupt nicht folgen kann. Kein bisschen. Das ist ein einziges Desaster. Die ganzen islamischen Schriften geben uns Grund zur Annahme, dass der Islam eine falsche Religion ist, die in die Welt gerufen worden ist von irgendwelchen Menschen, die machtbesessen waren oder machtbesessen sind. Wenn man das so anschauen möchte, dann ja. Total. Der menschliche Ursprung auch. Ganz viele Verse, die auf eine Menschlichkeit hindeutet. Du siehst ja, dass der in Sure 33, Vers 50 kristallisiert das so also richtig raus, dass der Gott von Mohammed sich Gedanken macht um die Lüste seines Propheten. Das ist unfassbar. Er darf also mit so vielen Frauen heiraten und schlafen, vorausgesetzt, dass er es will. Also er darf sie sich aussuchen, von der Schönheit her. Also das ist wie die so, hier, Dings. Du gefällst mir nicht, du gefällst mir, du gefällst mir nicht. Tschüss, weg. Ich nehme dich nicht. Was soll das? Bachelor. Ja, wie Bachelor, genau. Und daran merken wir, dass etwas mit dem Islam absolut nicht stimmt. Und dann, wenn wir die Tafsir dazu lesen, sehen wir, dass Mohammed die Frauen von allen Muslimen weltweit ausspannen würde, wenn er die Möglichkeit hätte. Also wenn er heutzutage leben würde. Müssten sich alle Muslime von ihren Frauen scheiden lassen, wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen. Unfassbar, ne? Unfassbar. Aber auch, man versteht es, bei uns wird mit Nächstenliebe geredet, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst und verfluche keinem. Man sagt ja auch, wenn du jemanden einfach mit dem Herz hast, hast du ihn auch umgebracht. Ja genau, du hast ihn im Herzen dann ermordet quasi. Genau. Ja, genau. Und das zählt ja auch schon als Sünde. Und im Islam wird noch gelehrt, bring die Ungläubigen um, schlagt ihnen auf den Nacken und fesselt sie und lasst sie gegen Lösegeld frei oder ja, genau, als richtig, eine sehr Wohltat. Gut. Du kennst dich aus. Sehr gut.
Aber ich verstehe das nicht, dass ich zeige den Leuten die Beweise und die sagen, nein, das stimmt nicht. Ja, was soll der denn machen? Soll der dir recht geben und sagen, oh ja, Kiki, du hast vollkommen recht, wir müssen jetzt die ganzen Kuffar vor die Wahl stellen und sie nach und nach enthaupten. Kein Muslim würde das zugeben. Ja, aber besser macht er das jetzt, statt nachher in der Hölle zu brennen. Du siehst doch, dass ab und zu mal Muslime hier reinkommen und sagen, ja, Amir hat recht, auch wenn euch Kuffar, ihr ganze Munafirin, also ihr Heuchler-Muslime, das ihr nicht ertragen könnt. Aber der Amir hat recht. Er geht mit unseren Quellen 10 Millionen Mal ehrlicher um als ihr ganzen Heuchler hier. Oder auch diese TikTok-Muslime, Abul Bara, Sheikh Ibrahim. Ja, ey, die kennen sich auch alle aus, aber die trauen sich nicht, die Wahrheit auszusprechen, weil der deutsche Staat sie sofort verhaften würde. Sie sind alle vertraut mit Kitab al-Tawhid und Dschihad und alles. Sie wissen um diese ganzen Bestandteile, aber sie dürfen ihren Mund nicht aufmachen. Sie leben also in einem erniedrigten Zustand. Und deswegen sollte jeder Muslim, der seine Religion liebt und Allah und seinen Gesandten liebt, dieses Land verlassen und sich irgendwo einen Staat suchen, wo er seine Religion ausleben kann. Sowohl auch hardcore zu sprechen. Du hast dich stumm geschaltet. Drück den Scherer, war mir schon wieder müde. Ich weiß, mein Vater war im Zimmer. Wie alt bist du? 17. Ehrlich? Ja. Du hörst dich an wie 28, so 33 oder sowas. Nein, Ami, übertreib deine Rolle nicht. Ja, aber du hast eine sehr, sehr so dunkle Stimme. Tiefe Stimme. Danke, danke. Du siehst auch noch sehr sportlich aus, Ami. Ja, Dr. Scherer, aber Ami muss sich immer fit halten, das weißt du doch. Ich wollte letztens, was sagst du davon? Ist es eine gute Tat, wenn du zum Beispiel Flyer ausdruckst über Jesus und dann verteilst? Natürlich, aber deine Taten werden dich nicht retten. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, der dich errettet werden lässt. Du musst an das glauben, was der Herr Jesus Christus für dich getan hat. Du darfst seine Gottheit niemals leugnen, ihm die Ehre klauen, Ehre stehlen. Weil der Herr Jesus Christus sagt ja in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also dieser Satz ist nicht einfach so ein Satz. Wir werden in unseren Sünden sterben, wenn wir seine Gottheit leugnen. Weil der Name Gottes, ich bin, Egoimi, ist im Alten Testament auf Yahweh, der sich Mose so vorgestellt hat. Jesus hat durch den Dornbusch zu Mose gesprochen. Heftig, ne? Heftig. So sieht's aus, aber das raffen die meisten ja gar nicht. Oder sie wollen es nicht raffen, weil ihr Herz total verstockt ist. Aber soll ich sagen, der Glaube alleine reicht ja auch nicht. Du musst ja etwas für Jesus tun. Nein, das ist Werksgerechtigkeit. Der Glaube allein rettet dich, aber ein Wiedergeborener bringt automatisch Werke, weil er seinen Glauben mit den Werken komplett macht. Verstehst du? Sobald jemand im Glauben ist, versucht er, wie du gerade, ich verteile ein bisschen Traktate, versuche Menschen auch von Jesus zu erzählen. Merkst du? So wie jeder, der zum Beispiel im Glauben ist und sein Kreuz täglich auf sich nimmt, der redet von Jesus. Allein nur, wenn du von Jesus Christus vor den Menschen redest, hast du schon dein Werk vollbracht. Hammer, ne? Und wie wird man neu geboren? Indem du auf die Knie gehst, deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereust, ihn in deinem Herzen lässt und an das glaubst, was er persönlich für dich am Kreuz getan hat. So machst du das. Und dann jeden Tag wie eine Beziehung mit Jesus führen. Du führst eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Das hat mir mein Kumpel gestern auch so gesagt. So hatte der es richtig gesagt. Und dann haben wir, lese ich jetzt die Bibel, wir haben die Bibel-App auf dem Handy. Und sehr du kannst gut. Wie so eine Gemeinschaftsgruppe machen und dann zusammen lesen. Sehr gut, genau. Jetzt. Weil das Wort Gottes, was du liest und aufnimmst, stärkt dich ja auch, verstehst du? Du brauchst ja auch Nahrung. Und diese Nahrung ist das Wort Gottes. Das nimmst du in dir auf und das gedeiht auch in dir. Denn wenn du die Worte des Herrn Jesus Christus aufnimmst und immer wieder hörst und sie in deinem Inneren sozusagen einbrennst, einschreibst in deinem Herzen, so bist du gewappnet auch für die Anfeindungen Satans, verstehst du? Ja, natürlich.
Ich habe immer so, also eine, so einen Frieden in mir, wenn ich über Jesus rede und. So sieht's aus. Ich auch. Es beruhigt, totale Frieden. Mich. Sobald ich vom Herrn Jesus Christus rede, es geht mir so gut. Es ist alles so wundervoll. Man fühlt sich gut. Es ist alles so, so eine Art Frieden, weil der Herr Jesus Christus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Verstehst du? Ja, natürlich. Und Amir, jeder sündigt doch, gewollt und ungewollt. Natürlich. Und was ist mit Unzucht? Das ist ja noch schlimmer als jede andere Sünde auch. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Der eine macht dies, der andere macht das, der eine macht jenes, sie macht so, der eine macht so. Aber das Problem ist, wir sind alle unvollkommen. Wir brauchen jemanden, der vollkommen ist, verstehst du? Ein Wiedergeborener macht sich Gedanken darüber. Jemand in der Welt, der in der Welt lebt, der macht sich überhaupt gar keine Gedanken. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du zum Beispiel sowas tust? Ja, ne? Ja. Siehst du? Hast du vorher so ein schlechtes Gewissen gemacht oder hast du gesagt, mir ist das alles egal, völlig egal? Ja, bevor ich die Sünde selber mache, ist es mir egal und nachdem ich es gemacht habe, dann... Ich meine, bevor du so mit Jesus in Berührung kamst und alles, wo du noch so in der Welt gelebt hast, so ein bisschen. Ah, dort war mir alles egal. Siehst du? Also, da merkst du schon eine Veränderung. Du merkst, dass du einen ganz anderen Bezug zur Sünde hast. Das ist das. Du wirst fallen, auch du wirst dies und jenes machen, aber du hast einen ganz anderen Bezug zur Sünde. Du wirst ein neuer Mensch werden. Denn das Alte wird vergehen und das Neue wird geboren. So sieht's aus. Es wird eine Veränderung in deinem Leben stattfinden. Sobald du dich wahrhaftig zum Herrn Jesus Christus bekehrt hast. Dein altes Leben lässt du hinter dir. Und ein neues Leben beginnt mit dem Herrn Jesus Christus. Amir, meine größte Angst ist, weil ich weiß, wenn ich jetzt sterbe und heute Abend, dann komme ich nicht in den Himmel. Wer sagt das? Ich. Ja, du musst von neuem geboren werden. Du musst einfach von neuem geboren werden. Du musst deine Schuld in einem Gebet vor ihm bereuen. Willst du das jetzt machen, damit du dich in Sicherheit bringst? Kann ich. So ein aufrichtiges Gebet aus dem Herzen, einfach so, was du fühlst, dass der Herr Jesus Christus so mit diesem Berg voll Schulden eigentlich auf dem Weg zum ewigen Verdammnis wärst, aber du die Gnade Gottes erfahren darfst, dass du jetzt zu ihm betest und ihn annimmst in deinem Herzen und ihn als seinen Herrn und Gott preist, lobst und ehrst und ihm dankst, was er für dich getan hat. Ja. Dann schließe die Augen und geh auf die Knie und sprich ein Gebet aus dem tiefsten Herzen zum Herrn Jesus Christus. Mach ich. Aber darf ich stumm machen? Stumm, ja, lass die anderen auch daran teilhaben. Einfach ist nicht schlimm, wie du es machst. Hauptsache, du fühlst das, was du sagst, ne? Das ist mir sehr unangenehm. Ist das unangenehm? Okay, dann ist es nicht schlimm. Aber das würde anderen auch eventuell Mut geben, Kraft geben, das aufzutun, weißt du? Deswegen habe ich das gesagt, weil du damit anderen auch eventuell hilfst, weißt du? Ja, natürlich, aber... Okay, ich mache es kurz. Ja? Ja, Gott segne den Kiki. Seht ihr? Durch die ganzen Videos und durch das Ganze hat er natürlich selber gemerkt, dass der Jesus Christus seine einzige Möglichkeit ist auf Vergebung seiner Schuld. Und jetzt nimmt er den Herrn Jesus Christus auch an als seinen persönlichen Herrn und Heiland und bringt seine Seele in Sicherheit. Halleluja. Ist das nicht wundervoll? Thank you.
wie der Herr Gnade an ihm hat, ne? Dass er hier reinkommt und dann auf einmal ich ihm dann auch sage, möchtest du das jetzt machen? Weil er hat Angst gehabt, auf einmal in den Tod zu gehen. Und es kann ja jeden Tag sein, dass wir in den Tod gehen. Wir wissen ja nicht, was morgen passiert. Wir wissen ja nicht mal, was in einer Stunde mit uns passiert. Nicht mal, was in 10 Minuten mit uns passiert. Aber wenigstens hat der Herr ihn gezogen und ihm die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Ne? Halleluja. Preis den Herrn. Amir? Ja. Ich hab's gemacht, Junge, mir kommen die Tränen. Halleluja. Das ist wundervoll. Das ist kein Zufall gewesen, dass du jetzt hier bei mir warst, dass du deine Knie gebeugt hast vor dem lebendigen Gott und deine Schuld komplett vor ihm bereut hast. Ach, mir kommen die Tränen, Amir. Halleluja. Du hast die richtige Entscheidung gemacht. Du hast dich gegen Religion entschieden und für den lebendigen Gott. Die beste Entscheidung deines Lebens. Junge, Junge, Junge. Aber ich fühl mich entspannt, beruhigt jetzt. Hammer. Hast ihm dein ganzes Herz ausgeschüttet, ne? Natürlich, ich habe ihm alles gesagt, was ich habe ihm um Vergebung für meine Sünden, die ich gemacht Halleluja. Habe und noch machen werde. Halleluja, Hammer. Ja, er hat auch für deine zukünftigen Sünden bezahlt, sonst sind wir alle verloren, weil nur eine einzige Sünde uns von Gott trennt. Weil Gott kann ja keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Daher hat er einen Weg geschaffen, dass Jesus Christus uns mit seinem heiligen Blut zudeckt und wir gerecht gesprochen werden vor Gott, dem Vater. Aber ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, was hier gerade passiert ist. Nee, das ist auch kein Zufall. Halleluja. Gestern hatte ich es noch mit meinem Kumpel über das, wiedergeboren lassen. Rede einfach weiter, mach einfach weiter. Und jetzt auf einmal ist es passiert. Das ist ganz krass. Hast du Jesus angebetet oder wie Jesus den Vater? Ich habe Jesus angebetet. Alles, was ihr mir wünscht, wünsche ich euch doppelt zurück. Dankeschön. Wo ist Amir? In seinem Herzmobil. Wollen wir ja was? Ja, ich bin Jugo. So, ich bin wieder da. Amir, bist du aus dem Herzmobil raus? Ich bin aus dem Herzmobil raus, aber ich freue mich richtig für dich, ehrlich. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getan, ehrlich. Hammer. Ich war kein Muslim, Gott sei Dank. Halleluja. Hi. Hi. Amir, jetzt mal aber ehrlich, hast du nicht eine Angst? Warte. Wie von wo ich bin, Bruder? Aus der Schweiz oder meinst du? Nein, ich spiele keinen Fußball, ich mache Kampfsport. Ja, ich bin Serbe und Bosnier. Natürlich, jeden Tag. Ja, ich bin Christ.
Nein, ich war vorher kein Muslim. Ich mache MMA. Bosnien aus Kroatien. Nein, nicht aus Kroatien. Alhamdulillah, Jesus, was ein Mensch. Pozdrav. Pozdrav, Vucic. So, ich bin wieder da. Ja, ich finde das echt wundervoll, ne? Wundervoll, Hammer. Nur Herzen für dich. Amir, aber hast du keine Angst, so in der Öffentlichkeit herumzugehen und... Vor was sollte ich denn Angst haben? Vor was? Ja, wenn dich jetzt 10 Muslime angreifen oder das, allgemein... Na, das ist egal, das ist nicht schlimm. Ja gut, wenn ich du hättest die Streisen, würde ich dich sehen, würde ich sowieso weggehen. Das hat nichts damit zu tun. Es gibt viele Menschen, die 10 Millionen mal stärker sind, aber darum geht es ja gar nicht, einen physischen Kampf zu führen. Wieso jetzt? Es geht darum, die Wahrheit zu sagen, verstehst du? Die Wahrheit zu sagen, auch wenn man weiß, dass man dadurch leidet, verstehst du? Amir, darf ich als Christ keinen Kampfsport mehr machen? Ja, um dich fit zu halten, klar kannst du es machen, aber muss vorsichtig sein. Muss vorsichtig sein, nicht, dass jemanden so. Ja, du weißt. Ich mach halt Kampfsport. Schon ein paar Jahre und. Ja. Ich mach das weiter und jetzt sagt einer, ich darf das nicht mehr, weil ich Christ bin. Yes, ja, wie gesagt, also zum Fit halten, dann dürften wir auch gar kein Bodybuilding mehr machen und was weiß ich was, ne? Das ist gequatscht. Uns ist alles erlaubt, nur ist das auch nützlich. Man muss sich das selber fragen, ob das so nützlich ist. Ja, klar, jetzt wenn man das so betrachtet. Was du heute auf Arbeit? Ja, du kannst natürlich, ne, wenn du jemanden dann schlägst und der falsch dann aufkommt, kannst du natürlich dann hast du ihn natürlich ermordet, ne? Das ist echt, musst du vorsichtig sein. Aber ich gehe jetzt nicht auf die Straße und suche Streit. Das ist reine Selbstverteidigung. Ja. Ja, das ist so ein Ding, ne? Der Herr Jesus Christus sagt uns eindeutig, dass wir uns nicht wehren sollen, ne? Sondern wenn wir in Bedrängnis kommen, in eine andere Stadt fliehen sollten. Und das haben wir klipp und klar dort drinne. Aber du weißt, in verschiedenen Situationen, wenn zum Beispiel unsere Familienmitglieder angegriffen werden oder wir gerade total angegriffen werden, ne, dass man sich aus Reflex irgendwie so schützt oder ne, versucht, da irgendwie was zu machen. Natürlich, weil, ja. Weil ich kenne keine Christen, die auf einmal da losziehen und irgendwelche Muslime angreifen. So, ne, das ist, wenn dann nur so verbal, aber nicht so physisch. Soll Samra jetzt kommen? Er muss noch ein paar Runden drehen, lass den. Aber ich freue mich für dich, lass mal diese anderen Leute, echt. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getan. Nein, ich fühle mich auch besser irgendwie, ich weiß, diese Ruhe, diese innere Ruhe. Amen. Ah ja, Beatrice hat mir dich vorgeschlagen, ich soll mal mit dir live gehen. Ja, Hammer. Siehst du, hat die sehr gut gemacht. Hast du super gemacht, Beatrice. Weil sie war auch im Stream von Samra drin und dann hat sie mir später geschrieben, ich soll mal mit dir live gehen. Ich habe dir auch schon auf Insta geschrieben, aber du hast es nicht gelesen. Ich bekomme 1 Million Nachrichten, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich bräuchte 500 Dinge, sag mal schnell. Dr. Sheikh Abu Amir is fame. Amir. Was macht dieser Typ, Junge? Willst du nicht gerne Muslim hoch? Der kann ja trotzdem kommen. Ich bin 17. Marek.
Aber wie gut, dass du hier reingekommen bist, wie der Herr das auch führt. Das ist unfassbar. Aber Avia, ich habe dir schon mehrmals Anfragen geschickt und irgendwie hast du mich heute einfach angenommen. Ich weiß nicht, ob du nicht so viel hattest, ob du heute nicht doch, so viel hattest. Aber ich habe einmal geschickt und du hast mich direkt angenommen. 15 Minuten geredet und direkt neugeboren, wiedergeboren. Hammer. Jetzt kann ich mit deinem guten Gewissen weiterleben. Musst du heute nicht mehr arbeiten, Ami? Natürlich, weiter im Glauben bleiben, das endet nicht mehr. Du musst Bibel lesen, gründlich, ja, natürlich. Sonst macht das keinen Sinn. Kiki, du bist jetzt ein Kind Gottes, Halleluja, Brat. Halleluja. Gott segne und führe dich, Bruder Kiko. Dankeschön. Gott segne dich auch. Natürlich, ich frag dich, falls ich etwas wissen möchte. In einem Monat bist du Muslim, versprochen. Nein, danke. Nur der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Kiki, was bist du für ein Landsmann? Ich bin Serbe und Bosner. Amen, Amen. Nichts, ich habe schon vor langer Zeit wollte ich immer mal mit Amir live gehen. Und ist halt nie passiert, nie wirklich passiert. Und er hat mich nie angenommen. Gestern habe ich mit einem Kumpel von mir, habe ich mit ihm gesprochen über den Glauben. Und er hat mir gesagt, du musst dich von neu gebären lassen. Und ich habe ihm gesagt, ja klar, bla bla bla, aber ich habe ihn nicht wirklich ernst genommen dabei. Weil ich habe das schon 100 Mal von ihm gehört. Und heute bin ich mit Amir live gegangen. Und ich habe vorhin zu Jesus gebetet. Und ja, jetzt fühle ich mich gut. Bist du aus der Schweiz? Ja, bin ich. Hörst du mich? Jesus. Wie? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Kiki, wirst du wirklich gehänselt von Muslimen in der Schule? Nicht mehr, weil durch Amir, beziehungsweise durch Dr. Sheikh Abu Amir. Ich hab alle crazy gemacht in Schweiz, Österreich, Deutschland, international, England. Durch Dr. Schäfer konnte ich mir Wissen aneignen und ich habe die dann fertig gemacht. Hammer. Ja, ich sag dir, jemand, der die Videos durchgeht, die ganzen Beweise nimmt, der kann jeden einzelnen Muslim mit guter selber Argumentation auf den Boden der Tatsachen holen. Amir, guck, das war Monat Ramadan.
Und die haben gebetet während der Schule. Sie haben die Lehrerin gefragt, ob sie beten gehen können während der Schule, während des Unterrichts. Und hat die Lehrerin gesagt, ja, natürlich geht, bla bla bla. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, wie willst du beten? Du hast nicht meinen Gebetsteppich. Er so, ja, Bruder, du kannst auf allem beten, du kannst auf einer Jacke, du kannst auf einer Zigarettenpackung beten, wenn du das möchtest. Ich habe ihn angeschaut, ich so, okay. Aber Zigarettenpackung, kannst du Marlboro rauchen, ne? Ich warte kurz, mein Vater ruft mich wieder. Okay. Hammer, ey. Ich finde das einfach nur wundervoll. Lasst euch von niemandem beirren und lasst euch niemals eurer Gnade berauben. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten in irgendeine Religion zwingen, wo diese Religion euch noch nicht mal die Sicherheit anbietet, gerettet zu werden. Ihr habt im Islam oder in anderen Religionen überhaupt keine Gewissheit, gerettet zu werden. Allah sagt in Sure 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch eure Missetaten zudecken. Vielleicht. Vielleicht. Aber was sagt der Herr Jesus? Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Guck mal, mit welcher Autorität der Herr Jesus da spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Al-Hayat. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und was sagt der David? Der Prophet David im Alten Testament? Der Herr ist mein Hirte, Yahweh. Was sagt der Herr Jesus? Ich bin der gute Hirte. Oh, ei, wie gewaltig, wie gewaltig. Und dann sagen die Leute zu mir, Jesus ist nicht Gott. Ihr werdet noch sehen, was ihr gemacht habt. Ihr werdet noch sehen, ihr ganzen Gottesleugner des Herrn Jesus Christus, wo euer Platz sein wird, die ihr euch Christen nennt, aber dem Herrn Jesus Christus die Ehre stiehlt. Wartet mal ab. Sobald ihr die Augen zumacht und in die Ewigkeit geht, euer Gesicht will ich dann sehen, dass ihr dem Hirten Israels, Yahweh selber, der ins Fleisch gekommen ist, in Jesus Christus die Ehre geklaut habt. Ami, ich bin wieder hier. Ja, mein Lieber. Ich musste gerade wieder ein bisschen harsch reden für die Leute, die eventuell hier drin sind und dem Herrn Jesus Christus die Ehre klauen, indem sie seine Gottheit leugnen. Das ist unglaublich. Davon haben wir einige. Die müssen nur einmal diese Barmherzigkeit spüren und dann gehen die nie wieder weg. Amen. Aber Gott sei Dank, dass du erkannt hast, dass Jesus Christus Gott ist. Richtig? Richtig. Amen. Sehr gut. Ich hatte den Gedanken schon länger. Aber ich habe immer gesagt, morgen, 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 morgen. Und das war die Einflüsterung vom Teufel. Immer wieder morgen, 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 ne? Ja, komm, genau, genau. Morgen hast du auch noch Zeit. Ja, komm, übermorgen, komm. Genau. Hammer. Und wenn es etwas war, zum Beispiel, ich gehe eine rauchen oder ich mache das, ich mache mir jetzt eine Shisha an, dann sofort, sofort. Echt? Und Gott sei Dank habe ich aufgehört mit dem. Hammer, sehr gut. Sehr gut. Du siehst jetzt die nach und nach Veränderung, ne, durch Jesus Christus, was er in dir macht. Ich bin nur noch voll mit Stolz im Moment. Hammer, wundervoll. Kehre nie wieder zurück zu deinem alten Leben. Lass den Heiligen Geist in dir Wohnung nehmen und aus dir eine neue Kreatur machen. Amen. 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 Ich freue mich richtig für dich, ehrlich. Ich freue mich. Ihr könnt dem Kiki mal alle ein Herz in die Kommentare schicken, dass ihr euch auch mit ihm freut. Denn sogar die Engel im Himmel freuen sich über einen, der Buße tut.
und guck dir das an. Der ganze Himmel ist gerade am Jubeln, um eine Seele die Buße tut, lieber Kiki. Hammer. Danke vielmals. Gott segne euch alle und eure Familie. Gott segne dich auch. Bist du immer noch auf der Arbeit? Nee, ich hab schon Zeit. Muss noch ein paar Sachen erledigen. Natürlich, natürlich. Hammer. Ich kann es nicht glauben, irgendwie, ich weiß nicht. Wundervoll. Als würde ich jeden Moment, als wäre ich am Warten, dass ich aufwache und alles irgendwie ein Traum war. Aber es ist halt Realität. Hammer. Wundervoll. Dann hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Sehr gut. Wo ist denn mein Bruder Abu Hetzerei hin? Ist er hier drin? Hetzerei. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder Abu Hetzerei? Alexa antwortet, wo ist mein Bruder Abu Hetzerei? Amir, ich danke dir viel, vielmals. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bin nur sein Werkzeug. Jeder Einzelne hat auch seinen Beitrag dazu geleistet. Wir alle sind eine starke Gemeinschaft und wir wehren uns gegen diese finsteren Mächte. Du weißt ja, du siehst ja, Muslime dürfen alles sagen, aber sobald wir unseren Mund aufmachen, ist es so das Allerschlimmste oder was? Das ist Wahnsinn, wie ungerecht kann man nur sein? Natürlich, Ungerechtigkeit. Mein Großvater bzw. mein Opa hat immer gesagt, wenn du im Leben, wenn im Leben alles friedlich läuft, dann machst du etwas falsch. Und ich habe nie verstanden, warum oder wieso. Bis ich vor kurzem gemerkt habe, wenn du in Ruhe gelassen wirst von den Dämonen, dann machst du etwas falsch, weil die greifen dich nicht mehr an, die flüstern dich nicht mehr, die machen keine Einflüsterungen mehr. Richtig. Und du bist schon eine lebhafte Sünde auf zwei Beinen und wieso sollen die noch mit dir machen? Was sollen die noch mit dir machen, genau. Und wenn du siehst ja, sobald du dich in Richtung Jesus Christus begibst und anfängst, dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt zu folgen, dann wirst du merken, was für Probleme auch auf dich zukommen. Ne? Das ist so. Kein Problem. Aber hab keine Angst, der Jesus Christus liebt dich und möchte natürlich, dass du nicht strauchelst und nicht fällst. Weißt du? Und wenn du fällst, hebst du dir wieder hoch. Ich bin bereit, durch diesen Kampf zu gehen. Ich warte nur, bis der Erste kommt, bis etwas kommt, was mich schon runterzieht, sage ich mal. Ja, Amen. Aber im Endeffekt zählt es nicht, wie viele Schläge du bekommst, sondern wie viel du einstecken kannst. Ja. Muss ich mal vorstellen, was der Herr Jesus Christus erlitten hat durch uns. Wegen uns, wegen unserer Übertretung. Ne? Weitenhiebe. Amir, aber wie war es zum Beispiel bei dir? Du warst ja Moslem auch einmal. Ja. Ja. Wie haben denn deine Eltern, falls du das sagen möchtest, wie haben denn deine Eltern reagiert, als du gesagt hast? Ja, meine Eltern waren natürlich anfangs ein bisschen komisch darauf zu sprechen, aber im Nachhinein, so als sie so die Veränderungen im Positiven gesehen haben, ne, haben sich natürlich gewundert, woher das kam. Und mein Vater hat ja diesen Satz da gesagt, den ich niemals wieder vergessen werde. Der meinte zu mir, ich weiß nicht, wer dich verändert hat, mein Junge, aber ich küsse seine Füße. Ne? Weil ich mich nach und nach verändert habe, so positiv, weißt du? Und sind sie selber noch zum Christentum, zum Herrn Jesus Christus oder gekommen, oder? Meine Eltern? Ja. Nee, die nicht. Man kann mit denen reden, ja, die sind offen so, aber irgendwie haben sie noch diesen muslimischen Kopf. Das kriegst du auch bei denen, glaube ich, nicht so raus, ne? Nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach. Ich arbeite als Verkäufer in einer Bäckerei und ich habe dort ein Elternherr getroffen, mit dem ich mich relativ gut verstanden habe.
Und ich wusste halt nicht, dass der Muslim war. Und wir haben nie über das geredet, weil ich hatte keinen Wert drauf gelegt, von welcher Religion du kommst, was für ein Landsmann du bist und. Und dann hat er mir gesagt, dass er Muslim ist, hat die Shahada aufgesagt. Ja. Hat gesagt, einmal Muslim, immer Muslim, das bekommt man nicht weg. Ja, so einfach kannst du das nicht sagen. Nur die meisten sind halt, ne, so von der älteren Generation, haben ein Riesenproblem, Neues zu akzeptieren. Der Mensch ist ja sehr gemütlich, du weißt ja. Etwas Neues zu akzeptieren ist natürlich etwas schwieriger für ihn. Ja, natürlich, das ist sehr schwierig, so etwas. Ich bin so stolz gerade. Aha, Mann. Wundervoll. Amen, Amen. So, mein Lieber, ich hole mal jetzt jemand anderen rein und dann mache ich gleich Schluss. Okay. Amir, Gott segne euch. Gott segne dich. Gott segne alle euch. Du kannst immer wieder hier reinkommen, ne? Kein Thema. Du kannst eine Anfrage schenken. Und dann kommst du wieder hier rein. Okay. Schönen Tag, Amir. Ciao. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Hammer, was wir so alles zusammen als starkes Team machen, ne? Als Leib Christi, ne? Halleluja. Euer Dr. Scherer war mir nach vorne und ihr alle hinter mir marschieren. Wie so eine Einheit. Halleluja. Ja, da seht ihr, ne? Wie viel Liebe wir untereinander haben, zueinander. Dr. Scheer vorne und seine Armee hinter sich. beste, ehrlich. Ey. Schade, dass wir uns nicht einmal so alle sehen können. Das wäre heftig. Einmal so treffen. Barbecue veranstalten, so richtige Grillfest. Bisschen lachen, Spaß haben, ey, Hammer. Das wäre heftig. Richtige Grillfest mit Tauferei und so, ne? Das wäre schön, ja, ehrlich, das wäre gut. Hier mit Cowboy am Armin. Ich komme nur in meinem Scheranzug. Mit Shisha, genau, mit Shisha auf dem Rücken. Als Tank. Ich komme im Motorrad mit diesen Dings, mit diesem Jalabia und dann habe ich hinten so nicht so eine Gasflasche, sondern so eine Shisha-Schlauch. Shisha-Flasche mit Schlauch. Damit das auch schön dampft. Beste. Vielen Dank, ihr Lieben, für diese ganzen Likes, für die ganzen Geschenke. Schon Wangenknochenschmerz. Oh. Oh. Hi. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Das war echt sehr schön, was der Mann hier gemacht hatte. Ja, Hammer. Also ich hoffe, hast du gesehen, wie Jesus Christus die Menschen sieht? Ja, also Gott, der einzige Gott ist Jesus. Das habe ich verstanden seit lange. Und ich hoffe für deine Eltern, dass die eines Tages den Glauben nehmen auch. Ja, ihr könnt ja dafür beten, ne? Ja, natürlich, ich werde beten. Und damit du ermutigt wirst, ich werde dir eine Geschichte erzählen, wo ich habe für meinen Onkel gebetet. Er hatte Krebs. Und ich habe für ihn gebetet und der hat danach, nach einer Woche, gesund geworden. Hammer. Halleluja. Und ja, ich weiß nicht, wie das passiert, aber sehr oft
wenn ich bete, so wie in der Bibel geschrieben ist, dann passiert sofort. Wir müssen die Schriften genauso folgen, wie geschrieben ist drin. Und dann passiert es. Und ja, ich glaube, wenn ich für deine Familie bete, es wird diese Wunder passieren, dass sie zum Gott kommen. So Gott will und er das dann auch genehmigt, sozusagen. Ne? Aber ja, der war aufs Sterbebett und dann 2 Wochen später höre ich über ihm, dass der gesund ist. Halleluja. So 2 Wochen waren, ich glaube. Und wir müssen einfach wirklich, wie Jesus uns sagt, genau so zu machen. Und nicht so anders, aber so wie wir wollen, zu ihm beten. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern sein Wille. Genau so wie beschrieben ist in der Bibel, genau das Gleiche sollst du tun. Und dann erfüllst du das Gottes Wille sozusagen zu 100% oder so. Amen. Okay, danke dir vielmals. Aber ich hoffe, noch Leute werden durch dich zum Glauben kommen, weil du machst es echt richtig. Und mach weiter so, ja. Ja, danke dir. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. So, ich danke für deine Worte. Lass mal Platz alles für die anderen. Und danke, dass du mich angenommen hast. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Ja, ihr wundervollen Hammer. Möge jeder von euch gesegnet sein im Namen des Herrn. Ne? Denn da ist Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Vergisst das nicht. Lasst euch niemals von irgendwelchen leeren Philosophien berauben eurer Gnade. Der Herr ist der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Und so bekennen wir das auch, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Der allmächtige Gott, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. Amen. So, Dr. Schell geht ganz kurz mal was machen. Und er kommt gleich wieder.
Ja, Shalom, Gottes Segen. Und Gottes Segen auch dir. Ihr seid ja alle immer noch da. Ich denke, die ganze Zeit, wenn ich abhaue, ist keiner mehr da, aber es sind trotzdem immer noch so viele. Heftig. Da sind nur 100 Zuschauer weniger geworden, aber die kommen alle rein. Das ist kein Problem. Die Leute sind auch nicht gezwungen, hier bei mir zu bleiben. Hier, Bruder Amir, weißt du, was ich dir immer sagen wollte? Du was hast denn? Den Grund, ne, warum ich überhaupt angefangen habe, mit den Islamis zu beschäftigen. Und, echt? Und ich habe Jahre gebraucht, ne, nicht mal ein paar Tage, ich habe wirklich Jahre gebraucht. Und ich habe rausgefunden, ne, ich habe so viel Müll gefunden, das gibt's gar nicht. Das ist nicht mehr normal. Ich dachte, also hast du genau ich dachte, was lese ich da? Unsinniges gefunden. Unsinnig? Ich dachte, was lese ich da? Lese ich da so Ich will jetzt nicht falsch sein, aber da sind schon heftige Sätze drin, ne? Das ist nicht einfach. Und Widersprüche, ja. Ein nach dem anderen. Ja, siehst du, so, wenn die Muslime die Bibel angreifen und da so sogenannte Widersprüche finden, finden wir 1 Milliarde, die wir ihnen entgegenbringen können. Siehst du? So ist das. Nur, es gab natürlich sehr, sehr viele gesegnete Geschwister, die das alles auseinandergenommen haben. Aber leider ist das beim Koran nicht der Fall. Beispielsweise Mohammed wurde von Teufel besessen. Ja, ja. Was ist das denn hier? Einfach von Teufel besessen, obwohl der Koran sogar sagt, der schützt doch seine Propheten. Ja, dass ja, nicht das ist ein sehr, sehr guter Widerspruch. Ne? Dass der Allah dass der Satan Macht über die Abgeirrten hat, und du siehst ja, als ich das letzte Mal Diskussion geführt habe mit dem Moslem, wie der das zugegeben hat, ja, da muss Mohammed ein Abgeirrter sein. Wo ich mir dachte, ach du Heilige, dass er das so zugibt. Heftig. Ja, ja. Hier, du kennst doch diesen Abu Majim Vegeta, ne? Ja, kann sein, ja. Der geht ja öfters in deinen Stream so, damals sah ich jetzt mal öfters hoch. Der war einmal in meinem Stream hoch und der dachte, der kann mich jetzt hier A bis Z widerlegen, aber da vergessen, dass ich studiert habe bei Dr. Abu Amir. Und das. Alle meine Studenten. Ist das heftig, ey. Da haben die alle bei Dr. Scherf studiert und die wussten das leider nicht, diese ganzen kleinen Limits. Hammer, sehr gut. Und dann, ne, bringe ich ihn Sura 8, Vers 65, 66. Sehr gut, sehr gut. Und der gibt zu, ne? Ja, was ist daran schlimm? Abrogation und so, ist so wie jetzt. Du gibst zu, dass das ein Widerspruch ist und du sagst, das ist okay. Der hat gesagt, man soll nicht hinterfragen, sonst wird man zum Kafir. Ja, da siehst du. Blindes Befolgen. Blind. Und was sagt der Jesus Christus? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Nein. Beide fallen in die Grube. Genau, ey, das ist heftig. Ne? Man wird zum Kafir, wenn man hinterfragt. Deswegen hinterfragt er nicht, einfach Käfer, akzeptieren. Zum Käfer. Zum Käfer. Ehrlich, heftig. Ne, und dann hat er weitere Sachen gebracht. Dann hab ich gesehen, ne, mit denen hat er ja gar keinen Sinn zu reden. Der gibt zu, aber akzeptiert. Ein Widerspruch nach dem anderen akzeptiert er. Er sagt, ja, wenn Allah sagt, dann ist das so. Wenn Allah sich korrigieren muss, dann muss Allah sich korrigieren. Aber beispielsweise mit der Mutter, dass sie aufgehoben wurde, abrogiert. Warum abrogiert man etwas, was gut war eigentlich? War Allahs Verse nicht gut? War nicht also gut genug? Du musst mal bedenken, ein Vers weiter hat er direkt abrogiert, ne? Sofort. Der hat gesagt 20 gegen 200 und dann ein Vers weiter, ich habe Schwaches in euch gesehen, jetzt machen wir 100 gegen 200. Ja, genau, 1 zu 10 und dann nochmal 1... Erstmal 10 zu, was war das, 100? Wenn 100 von euch standhaft sind, besiegen sie 1000 oder was, ne? Ja, irgendwie so, war ja, genau. Irgendwie so. Und da hat Allah jetzt gesehen, jetzt hat Allah euch erleichtert, Würde erleichtert. Jetzt braucht ihr nur
10 gegen 20. Das ist der dümmste Satz, den ich je gehört habe, ehrlich. Das ist heftig. Ja. Und hier bei diesem Joker da, ne, bei dem war ich auch mal, der hat so 8, 65, 66, wollte er so erklären. Der hat A bis Z gelogen und wollte den Zuschauer so zeigen, seht ihr, man kann das erklären. Da habe ich gesagt, zeig doch mal die Suche, damit die Leute selber lesen, ne? Der hat Angst gehabt, mich rausgeschmissen und gesperrt. Die denken, die Leute sind blöd und gehen nicht selber auf die Suche und schlagen nach und erkundigen sich selber. Die denken so, ja, die glauben uns schon, weißt du, so nach dem Motto. So verrückt sind die Muslime schon langsam geworden. Das stimmt wirklich. Ja, weißt du, was noch erstaunlich ist? Ich habe bis heute es noch nicht richtig geschafft, ne, dass ein Imam eine kleine Debatte führen will, beziehungsweise ein Gespräch führen will. Nur irgendwelche Euro-Shisha-Muslims, aber nie ein Imam. Keine Ahnung warum. Aber sowas wäre besser, wenn das jemand machen würde, der sich so auch übelst in den islamischen Schriften auskennt, ne? Ja, und ich habe auch aufgefordert. Sorry, erzähl. Nee, ist kein Problem. Ich meine nur so, jemand so wie Christian Prince, das wäre gut. Naja, ich hab sogar einen Imam herausgefordert, ne? Weil ich war ja ein guter Student bei Dr. Abu Amir und da kannte ich mich hier auf jeden Fall ja aus, habe mich aufgefordert, ein Video gemacht, so, wenn ein Imam möchte, bitteschön. Na, ich stehe bereit. Ich kenne mich mit der Bibel aus, du kennst dich mit dem Islam aus, dann reden wir mal drüber, was die Wahrheit ist. Kein Imam, dieser Islam nicht verstand, wollte mit mir. Ich habe gesagt, bring doch einen Imam. Der so, nein, Imame debattieren nicht. Ich habe mit einem Imam mal persönlich geredet, ne? Und ich habe gemerkt, dass sie irgendwie keine Ahnung haben. Der kommt mir mit die größten Standardsätze. Ja, warum wusste Jesus nicht den jüngsten Tag? So, was ist das denn für eine Frage? So, die, ja, aber sollen die sich in der Tiefe jetzt in der Bibel aus beschäftigen? Ne, das machen die nicht, weil es verboten ist, die Bibel zu lesen, laut ihrer Doktrin, verstehst du? Ja, ja. Aber die Euro-Shisha-Muslime machen das alle und die verstehen ja rein gar nichts. Ja, nur, wenn du die Bibel widerlegen willst, dann darfst du sie lesen. Das ist so deren Auffassung. Das ist völlig verrückt, ne? Ach, das ist doch nicht mal nochmal. Hinterfragen ist doch schon eine Sünde bei denen. Das habe ich auch noch nie verstanden. Ne, bei uns in der Bibel steht, prüft alles. Ne? Gott hat bei uns keine Angst, weil er weiß, was die Wahrheit ist. Er fordert sogar auf, zu prüfen. Und bei denen, ja, wenn du hinterfragst, wirst du noch so ein Käfer. Da musst du dir mal geben. Ich verlasse euch jetzt langsam. Wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Wir haben schon 18 Uhr. Das ist Wahnsinn. So. Wieder arbeiten. Ich wünsche dir Gottes Segen. Auf jeden Gott Fall. Gott segne dich auch. Möge der Herr dich segnen, behüten und beschützen. Halte immer mein Jesus Christus fest. Und, jo. Ja. Ciao, ciao, Gott segne dich. Ciao. So. Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich gleich wieder. Mal schauen. Ich bin fix und fertig. Amir, wann nächster YouTube Live? Ich denke jetzt am Wochenende, wenn es klappt. Ich wollte gerne mal auf Kollega reagieren. Der hat ein Video vor 4 Jahren rausgehauen. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt, ey. Und jemand hat mir das zugesendet. Der meinte, das wäre gar nicht mal so schlecht, darauf zu reagieren. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Das ist gar nicht mal so schlecht, auf den Felix Antoine Blume zu reagieren. Felix Antoine Blume, den Malermeister. Den Malwettbewerbskönig, genau. Der hat ein paar Sachen da rausgehauen. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte so, krass. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich denke, er ist der Nächste, auf den wir mal reagieren. Und das Video ist schon 4 Jahre alt. Und ich habe es nie gesehen gehabt. Das ist krass. Naja, okay. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und euch beistehen bei all euren Problemen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Welches Video? Also, ich zeige euch das dann, wenn es soweit ist. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Okay, ihr Lieben, ich gehe jetzt raus. Ich muss was essen, ey. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Gott segne euch und eure Familien. Mögen die Augen der Muslime auch aufgehen und dass sie eines Tages erkennen, wer der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Und das ist der Herr Jesus Christus selber. Amen.
Gott segne euch, eventuell bis später oder bis morgen, so Gott will. Amen. Ciao. Ja, stimmt, ein Gebet können wir auch noch sprechen. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und möchte dir Danke sagen, Herr, dass du immer für uns da bist, Herr. In schwierigen Situationen, in jeglicher Situation bist du für uns da. Und du bist ein lebendiger Gott, ein wahrhaftig guter Gott, Herr Jesus. Du lässt uns niemals straucheln, Herr, egal wie oft wir fallen. Du bist wie ein liebender Vater, der uns immer wieder aufhilft, Herr Jesus Christus. Hab Dank für deine Güte, Herr, für deine wundervolle Art und Weise, wie du gelebt hast und uns das in der Bibel mitgegeben hast. Deine Worte sind Balsam für unsere Seele, Herr. Und wir bitten für alle diejenigen, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, Herr, dass sie eine Entscheidung für dich treffen, dass du sie ziehst, Herr, zu dir ziehst und sie deine Ehre und deine Liebe spüren, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, segne uns weiter. Geduld, Herr Jesus Christus, und hilf uns bei all unseren Angelegenheiten, Herr. Wir bitten auch für unsere verfolgten Geschwister, Herr, die es gerade sehr, sehr schlimm haben, durch die Hände der Muslime, die ja, nicht zimperlich mit ihnen umgehen, Herr. Bitte linder du ihr Leiden, Herr Jesus Christus, und lasse sie wahrhaftig als Märtyrer durchgehen, Herr, und nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. So, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Haltet am Herrn fest und lasst euch nicht von Religion irgendwie in ein Joch zwingen. Ihr wisst, Jesus bleibt Herr und alle anderen Wege um ihn herum sind eine Lüge. Amen. Gott segne.